gestatten? Das ist Daniel Romano zu Jannisberg. Ich bin, ich war... Das tut jetzt nichts zur Sache. Jedenfalls muss ich auf meine kleine Gruppe hier aufpassen. Sieh sie nach, sie sind jetzt nicht unbedingt so alte Knochen wie du und ich. Sei es, wenn sie mal irgendetwas sagen, was dich aufregt oder was dir nicht so in den Kram passt, dann hör einfach nicht hin. Aber ich muss jetzt los, sonst heult Jandrik wieder rum, dass wir nicht vorankommen. Sowas. Irgendwie. Hallo Leute. Ah, guck mal. Ich kann mich auch einblenden. Ich bin voll der Profi. hier wieder beim Koali. Und zu einer neuen Runde Pen and Paper Rollenspiel. Wir spielen heute wieder in Aventurien und DSA nach Regeln aus der Aventurischen Meisterschaft grob abgeändert. DSA mit Karten und so. Wenn euch das interessiert, kauft euch das Buch oder schaut mal auf YouTube in die Kommentare, also unten in die Beschreibung rein. Da habe ich ein bisschen Links dagelassen. Nicht zu dem Buch, aber zur Regelbeschreibung. Heute mit dabei, wie immer, die Sierra als Mora. Hallo, schönen guten Abend. Und der Ossi als Astanio. Preis zum Gruße. Und der Kako als Osko. Reine zum Gruße. Und Elanor als Elena. Rondra zum Gruße. Last but not least, Marot als Jandrik. Hallo, schön, dass ihr da seid. Freue mich, dass wir auch einen Kommentar bekommen haben zum letzten Stream über den neuen Opener, den neuen Disclaimer. Schreibt doch mal irgendwie, wenn ihr das später schaut, irgendwie unten drunter oder jetzt in die Kommentare, wie euch die neuen Disclaimer gefallen. Bin da immer noch ein bisschen unsicher. Find sie eigentlich cool, aber mal gucken, wie sie ankommen. So. Also Feedback bitte an dieser Stelle erwünscht. Wie sowieso immer, generell. Ja, wir spielen in Aventurien in der Ostrabenmark. Wenn ihr nicht genau vor Augen habt, wie das aussieht, hier immer noch, wie an jedem Streamstart, die Karte. Wir befinden uns immer noch jetzt gerade. Willst du was sagen, Elanor? Aufnahme. Vergesst nicht, die Aufnahme zu starten. Ja, genau, wir sind doch noch gar nicht in Time. Was soll ich jetzt hier irgendwie was starten? Ja. Die sind voll ungeduldig, meine SpielerInnen hier. Ja! Anfang! So, also ich wollte eigentlich die Rabenmark beschreiben hier gerade und ihr seht da eine gestrichelte Linie auf der linken Seite. Und das ist der Todeswall, den unsere HeldInnen zerstört haben. Und ungefähr kurz davor auf der
westlichen Seite ist das Heereslager der westlichen Truppen. Und dort befinden wir uns gerade. Und wir sind kurz davor, also zumindest hat Borondria die Truppen zusammengestellt hat, die oberste Geweihte des Golgaritenordens, hat den Befehl gegeben, den Todeswall, die Überreste des Todeswalls erstmal zu sichern und dort alles Verseuchte oder Dämonische oder Untote erstmal zu sichern und dem Herr zu werden und danach mit dem Heer in die Ostrabenmark zu ziehen, um die zu befreien von den Tagunitot-Anhängern, die dort hausen und regieren. Ja, und Jandrek hatte beim letzten Mal ein kleines Gespräch noch mit ihr, was ihre Pläne angeht. Und sie möchte Jandrek und seine Freunde als Vorhut in die Ostrabenmark entsenden. Und damit sie dem Heer quasi den Weg bereiten und gute Wege und Nachschubrouten und Versorgung sichern. Und Astanio hat ebenfalls einen Auftrag in die Ostrabenmark zu ziehen, allerdings aus einem etwas anderen Grund. Er soll ein magisches Phänomen untersuchen, das in der Borberat-Krise erst unter den Magiern bekannt geworden ist, nämlich die Kraftlinien, die sich durch ganz Aventurien durchziehen. Man vermutet entlang des Todeswalls oder entlang der Ostrabenmark eine Kraftlinie, die irgendwas mit dem Todeswall auch zu tun gehabt haben soll. Man weiß es nicht so genau. Das muss erforscht werden. Und Astanio hat im Auftrag der kaiserlich-garetischen Informationsagentur nun den Auftrag, diesem magischen Phänomen auf den Grund zu gehen. Genau. Währenddessen hat Mora Besuch bekommen von einem alten Bekannten, also nicht Mora direkt, sondern eigentlich ihr alle. Astanio, oh, Entschuldigung. Kohlensäurehaltige Getränke. Ihr alle, Astanio hat ein bisschen darunter gelitten und wurde niedergeschlagen. Und eine Nachricht für euch, beziehungsweise von Mora drapiert, die ihr beim letzten Mal gefunden hattet und gelesen habt. Und wir sind da ziemlich abrupt aus der Action ausgestiegen. Da steigen wir auch gleich wieder ein. Das heißt, ihr verpasst nicht wirklich was aus der Szenerie. Also wir springen jetzt nicht grob nochmal in der Zeit nach vorne oder so. Ja, wenn ihr Fragen habt oder sowas zu dem zum Setting oder zu den Regeln oder zu irgendwas anderem, fühlt euch frei, die in den Chat reinzuposten. Wir gucken da immer mal wieder rein. Allerdings wundert euch nicht, wenn wir nicht antworten sollten. Es kann sein, dass wir gerade im Spiel drin so vertieft sind, dass wir da nicht drauf reagieren können. Also nehmt uns das nicht übel. Im Nachhinein, wenn ihr das unter das Video kommentiert auf YouTube oder so, könnt ihr gerne immer alles fragen und so. Dann werden wir eigentlich antworten wir da immer, wenn irgendwas ist. Also fühlt euch da frei, ruhig was zu schreiben. So. Apropos, wir haben beim letzten Mal auch schon das Feedback bekommen, also nicht im Video des letzten Mal, sondern in der letzten Zeitspanne. Da schaut wohl jemand intensiv unsere Videos nach gerade. Und wir spielen etwas intensiv hier. Wir versuchen, möglichst keine Off-Time-Gespräche zu machen und sind komplett nur In-Time. Und unsere Charaktere, also die Spielercharaktere, SpielerInnencharaktere sind so angelegt, dass sie tatsächlich alle ein paar Problemchen mit sich herumtragen, persönlicher Natur. Und das kann, der Fachbegriff ist gefallen, aus dem LARP bekannt, zu einem sogenannten Bleeding-Effekt führen. Das ist durchaus von uns gewollt und so durchaus so, wie wir es anspielen wollen. Falls euch sowas zu viel ist oder so, genießt das Ganze ein bisschen in Häppchen oder so oder spult vor, zurück oder macht auch immer irgendwie irgendwas. Wir mögen das so. Okay, dann starte ich mal die Aufnahme, damit meine SpielerInnen da auch nicht irgendwie jetzt wieder... Recording in progress.
So, und dann begeben wir uns in die Ostrabenmark hinein. Und dieses Mal beginne nicht ich, weil ich darf mich heute ein bisschen zurücklehnen am Anfang des Streams. Die harte Woche hat ihr Übriges getan. Ich kann meine Füße hochlegen und genießen. Und jemand, der ebenfalls viel gearbeitet hat diese Woche, der Ossi, der muss heute dran glauben und muss euch jetzt irgendwie in die Szenerie einführen. Viel Spaß. Die Stimmung im Zelt ist merklich abgekühlt. Es stehen alle im Kreis herum und, ja gut, was heißt stehen? Astanio sitzt, reibt sich den Kopf, denn gerade sind so ein paar Informationen gefallen, die Mora abgelassen hat. Und auch Jandrik hat endlich von seinem Auftrag erzählt, wieder in die Ostrabenmark gehen zu müssen. Ja. Und jetzt beißt Astanio sich die Lippen auf und murmelt: Nicht nur du, Jandrik. Also, ich weiß ja nicht, wie ich es euch sagen soll, ne, aber... Ich will nicht unhöflich sein, Astanio, aber wir sollten vielleicht erstmal bei dem Thema mit dem Brief hier bleiben, und Elena winkt mit dem Zettel. Ihr wisst ja noch gar nicht alle, was wirklich komplett drinsteht. Merkst du für später. Also eins nach dem anderen. Klar, Mora ist halt gerade. Ja, natürlich. Wir haben alle unsere Sachen. Okay, Osko, kannst du da bitte nicht so doll drauf drücken? Das tut echt weh. Ja, ich versuch's, okay. Gut, also habe ich eure Aufmerksamkeit. Liebste Geküsste, das Spiel ist anscheinend noch nicht vorbei. Aber du hast ein neues Spielfeld betreten und warst unvorsichtig. Hiermit erteile ich dir eine dritte Lektion. Auf neuen Spielfeldern ist Vorsicht zu walten. Mehr als du denkst. Es geht hier nicht um dich, nur am Rande. So viel kann ich verraten. Achte auf die Kinder. Und unterzeichnet ist das Ganze mit Praiodor. Ja, Praiodor. Vielleicht muss ich ein paar Sachen erklären. Vielleicht fange ich erstmal bei Praiodor an. Praiodor ist ein Mann. Ich hab ihn vor Jahren kennengelernt. Er hat mir viel beigebracht. Er war ein... Und ihr seht in Moras Gesicht, dass sie jetzt wirklich in Gedanken schwelgt und versucht, die Worte zu finden. Er war ein charmanter Mann. Ein Spieler. Und vielleicht der beste Betrüger, den die östliche Rabenmark bisher gesehen hat. Aber er war kein Mörder. Jedenfalls habe ich ihn so nicht kennengelernt. Und sollte er irgendwas mit diesen Morden zu tun haben, bin ich mir sicher, hat einen guten Grund dafür, das zu tun. Und ich weiß nicht genau, was er mit diesen Zeilen meint. Wirklich nicht, das müsst ihr mir glauben. Aber ich glaube, wenn er für diese Morde verantwortlich ist, dann nur um mich zu schützen. Elenas Blick wandert dann auch zu Mora, von nochmal auf den Zettel und wieder zu Mora. Also so wie das hier klingt, scheint das fast so, als hätte er seine Finger dabei im Spiel gehabt. Also bei den Morden, bei dem Tod der zwei. Einfach damit sie nicht noch mehr über dich reden können, gerade die Frau. Ja. Wir wissen, also ich weiß ja nicht, was sie alles gewusst haben kann, damit ich, was sie für Gerichte noch gestreut hat, außer dass du Mörderin bist oder sowas. Ich weiß nicht, was sie an Gerüchten gestreut hat. Ja, und ich vermute sogar, dass sie ganz andere Dinge erzählen wollten. Dinge, die ich
Und sie reibt sich tatsächlich übers Gesicht. Dinge, von denen ich niemals gedacht hätte, dass sie hier in den Westen dringen. Dinge, die mir gefährlich werden könnten. Und ich glaube auch irgendwie, damit auch euch gefährlich werden könnten. Und sie blickt einmal in die Runde, in jedes Gesicht. Und mustert euch. Ich glaube, Jandrik hat recht und wir müssen langsam anfangen, uns zu vertrauen. Ich glaube, ich muss euch sagen, was diese Gerüchte auf sich haben. Und einen Moment. Und sie beginnt, in ihrem Mantel zu kramen. In unzähligen Taschen, wie ihr dann seht. Die Innenseiten sind voll davon. Und sie nestelt durch Dutzende davon. Und zieht dann lediglich ein Stück Pergament heraus. Nicht sonderlich alt. Und sie faltet es auf. Und ihr seht, dass es wohl offiziellen Charakter hat. Es gibt darunter ein blaues Siegel aus Wachs und eine kunstvolle Unterschrift. Okay, gut. Lasst es mich erklären. Und dann liest sie vor. Und sie hält das Schriftstück so, dass jeder von euch es sehen kann und lesen kann. Und dort steht: Vollmacht. Auf Erlass des hochverehrten Nekromanten und Mitglied des Stadtrates zu Bergenbach, Zamund Belzin, ist der Träger oder die Trägerin dieses Schriftstückes ermächtigt, alle zur Verfügung stehenden Mittel einzusetzen, den gesuchten Verbrecher Friedrich Grammers zu ergreifen oder niederzustrecken. Zu diesem Zwecke ist jedes Mittel recht, das zum Ziele dieser Aufgabe führt. Sich dem Träger oder der Trägerin dieser Vollmacht zu widersetzen oder das Vorhaben zu behindern, wird mit dem Tode bestraft. Und unter diesen Zeilen seht ihr nun die Unterschrift, die wohl Zam und Belzin lautet. Und sie mustert nochmal die Gesichter. Wer ist dieser Grammer? Friedrich Grammer. Grammers. Er wurde beschuldigt, zu versuchen, ein hohes Tier ermorden zu wollen, aber er war kein Verbrecher. Er war ein zwölfgöttergläubiger Mann. Und dieser Kopfgeldjägerbrief, so heißt dieses Schriftstück, und sie hält es nochmal in der Hand hoch und wedelt kurz, bevor sie es dann wieder zusammenfaltet. Dieser Kopfgeldjägerbrief, der ist echt. Und ich habe ihn benutzt, um Grammas zu finden. Aber ich habe ihn nicht ausgeliefert. Weder habe ich ihn umgebracht. Ich habe diesen Kopfgeldjägerbrief gebraucht, weil er das beste Mittel war, um am schnellsten an Grammas heranzukommen. Um ihn in Sicherheit zu bringen. Und das müsst ihr mir glauben. Und ich habe eine Weile die Kopfgeldjägerin gespielt. So gut gespielt, dass es alle glaubten, die bei der Ergreifung dabei waren. So gut gespielt, dass auch Grammas dachte, ich würde ihn ausliefern. Aber das habe ich nicht. Das müsst ihr mir glauben. Und deswegen kursieren hier Gerüchte über mich als Mörderin oder mich als Kopfgeldjägerin. Weil es wahr ist,
aber halt auch wieder nicht. Mora, Mädchen. Astanio reibt sich die Schläfe. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich mir wünsche, dass du die Klappe gehalten hättest. Das habe ich doch die ganze Zeit. Und diesmal wäre es wichtig gewesen. Siehst du, Astanio, jetzt weißt du, wie ich mich bei dir immer fühle. Dieser Mann, den du hättest töten sollen, was ist aus ihm geworden? Ich habe ihn weggebracht. Ins Umland von Altsol. Dort habe ich ihn das letzte Mal gesehen. Ja, an den Nekromantenrat. Naja, aber... Es war weit weg von Bergenbach, wo er gesucht wurde. Weit genug. Mhm. Als ich ihn das letzte Mal gesehen habe, hat er noch gelebt. Das schwöre ich bei allen Zwölfen. Der Osten ist ein hartes Pflaster. Ich garantiere nicht dafür, dass er noch lebt. Das, für sowas kann man auch im Osten keine Garantie übernehmen. Du hast ihn wahrscheinlich davor bewahrt, von diesem Trutzack zu lebendigen Werkzeug gemacht zu werden. Ja. Vielleicht. Kopfgeldjagd habe ich damals zum Glück nicht betrieben, aber einige Verbrecher habe ich schon dingfest gemacht als Söldnerin. Was, Tanja, dir liegt noch irgendwas auf der Zunge? Astanio blickt in die Runde. Das Gesicht plötzlich sehr müde. Jendrik, du bist der Einzige, der mit den Gerüchten hierzulande vertraut ist. Schon mal was von Romulus gehört? Akademie? Was weiß ich darüber? Die Magierakademie zu Romulus bildet im Elite-Magier aus. Vornehmlich diejenigen, die sich mit Geisteskontrolle und Hellsicht befassen. Man munkelt deswegen, dass sie hervorragende Agenten abgeben würden. Ja, habe ich gehört. Hellseher. Agenten. Agenten und. Ich war immer etwas neidisch. Frau Rattel kommt von Romulus. Ich bin kein Soldat. Nicht mehr. Nur noch offiziell. Vor euch steht, nein, vor euch sitzt. Astanio beißt sich auf die Zunge. Es bleibt hier im Zelt, ja? Jetzt spuck schon aus! Sag's ich bin nicht Mitglied laut. Der KGIA. Was? Das ist jetzt was? Der Königlich-Gerätischen Informationsagentur. Wie, du bist Mitglied der KGIA? Du wirst mir sagen, du bist ein Spion, schon die ganze Zeit. Nein. Seit 3 Stunden? Und das heißt jetzt was konkret? Dass wir ein Problem haben. Nein, du hast ein Problem. Du hast einen Job, den du nicht kannst. Schade für dich. Du meinst, dass du Mora verpetzen musst? Versuch es, alter Mann. Ganz ehrlich, denk mal drüber nach, was Mora alles über mich mitbekommen hat im Wall. Was hast du ihr erzählt? Nein, nein. Es geht mir drum, die Sache mit der untoten Amazone. Oder auch der Feuerball, den hat sie nicht erwähnt. Sie hätte uns bei deiner Verhandlung so reingrätschen können und sie hat es nicht getan. Das ist mir klar. Noch nicht. Noch nicht.
Sie könnte es tun und dann können wir das alles vergessen. Dann können wir uns gleich selbst am Galgen aufhängen. Moment mal, nur, dass ich es richtig verstehe. Um was geht es hier jetzt gerade? Du überlegst ernsthaft, die Geheimnisse dieser Gruppe zu verraten? Weil du jetzt irgendwie seit 2 Stunden Spion geworden bist und meinst, deine Loyalität müsste jetzt irgendwelchen Leuten gehören, die du seit 2 Stunden gehörst. Henrik, halt einfach mal in einem Moment die Klappe. Einmal. Ich flehe dich an. Dann sag halt. Wir haben ein folgendes Problem. Offiziell dürft ihr das alles nicht wissen. Offiziell gehe ich nämlich auch in die Rabenmark und Astanio legt auf Jandrik einen vernichtenden Blick zu. Wenn ihr euch erinnert, die Kraftlinien, die uns dieser wandelnde Baum da in dem Wald erklärt hat, die sollen untersucht werden. Und wer ist dafür besser geeignet als der komische Magier aus dem Osten? Ja, dann machst du das und das andere ist halt... Elena, du verstehst das Problem nicht. Lass mich doch bitte aussprechen. Ich soll alles erzählen. Ich soll alles verpetzen. Alles geht an Oberbossin Rattel. Wenn das nicht passiert, rollt nicht nur mein Kopf, sondern jeder von euren auch. Und ich versuche gerade irgendwie darüber zu überlegen, wie wir das, was Mora weiß, so nutzen können, dass das nicht passiert. Ich habe keine Angst vor deiner Ratte. Oh Gott, Jandrik. Oh. Soll sie doch kommen. Wir haben schon Schlimmeres erlebt. Astanio, was heißt denn, dass du alles erzählen musst? Wer sagt das denn? Du musst alles über diese Kraftlinien erzählen. Auslassung ist deine Kunst. Aber so. Ich glaube, du wirst dich so oder so verplappern. Das ist ein Problem. Das ist ein Problem. Ich sehe eine Lösung des Problems. Aber ich kann sie auch einfach lassen, wenn ihr mich hier weiter anfangt zu beleidigen. Ich habe darauf langsam keine Lust mehr. Dann sprich. Mora kann lügen. Mora kann schleichen. Und Mora kann sich verstellen. Ist das richtig? Stimmt ihr mir da alle zu? Genauso wie Jandrik. Genauso wie Jandrik. Jandrik kriegen wir aber nicht zu unserem Posten beim KGA, weil er für Morondia arbeitet. Versteht ihr meinen Gedankengang? Du willst, dass ich auch für sie arbeite. Für sie arbeiten oder gegen sie arbeiten? Du hast 2 Optionen. Für dich und damit für sie arbeiten. Sie arbeitet für uns, damit für dich und du musst ihr nicht sagen, wer deine Informationsquelle ist, auch wenn Rattles sich vielleicht zusammenreimen kann. Und wenn sie sich zusammenreimen kann, dann kannst du ganz genau wissen, wer als erstes den Kopf verliert. Das bin in dem Fall dann nicht ich. Astanio, ich habe eine Frage. Eine ganz einfache Frage. Vielleicht kannst du mir die ja mal beantworten. Nämlich, was willst du? Ich möchte Sicherheit für die Gruppe. Und warum willst du in den zurück in die Rabenlande, in die Rabenmark? Was ist dein Ziel? Warum hast du dich durch den Wall gekämpft? Warum zögerst du nicht, jetzt wieder zurückzugehen? Was ist dein Ziel, Astanio? Die Kinder. Okay. Also die Sicherheit von Leuten dort drüben, die du kennst. Nein. Kein Kind soll in einer Welt aufwachsen, der Untote auf den Straßen herumlaufen, wie Vieh. Also die Befreiung der Rabenmark. Richtig. So. Okay. Gibt es irgendjemand hier in dieser Gruppe, der das nicht so sieht? Ich sehe das genauso. Das ist das Ziel, Astanio.
Porondria, irgendwelche KGIA-Leute, irgendwelche Grafen, irgendwelches was auch immer. Das ist alles Ablenkung. Das Ziel ist, da reinzugehen in dieses Land und dafür zu sorgen, dass es bald nicht mehr gibt. Und wer dir jetzt irgendwann Befehle gibt oder nicht, das ist doch alles egal. Wir alle, wir fünf, wir haben dasselbe Ziel. Und du schuldest diesen Leuten gar nichts. Du kannst ihnen Märchengeschichten erzählen, du kannst sagen, du weißt nichts, du kannst sagen, wir haben dir irgendeinen Mist erzählt, du kannst sagen, wir haben dich gezwungen. Es ist völlig egal, was du sagst, solange du nicht plötzlich glaubst, du musst jetzt irgendeiner Ratte Gehorsam schulden, nur weil sie dich nicht umgebracht hat, weil du die Klappe nicht halten konntest. Mir geht es gottverdammt nochmal darum, dass mein Kopf rollt und dass mir das egal ist. Das habe ich dir schon mehr als, keine Ahnung. Hier geht es immer um irgendeinen Quatsch. Immer, immer ist irgendeine höhere Macht, irgendein höheres Problem da, was dich daran hindert, einfach mal zu tun, was du willst. Fällt dir das mal auf? Immer gibt es eine Sünde, die du begangen hast oder eine übermächtige Gestalt, die dir befiehlt, dieses und jenes zu tun. Statt einfach mal, ich bin 100 Jahre jünger als du und muss dir so etwas sagen. Werd erwachsen, verdammt, und tu, was du willst. Ist dir vielleicht einmal in deinen bockigen Kopf reingegangen, dass ich die Leute beschützen möchte? Nein, oder? Ist mir noch gar nicht aufgefallen. Mir ist es nicht aufgefallen, dass du die Leute beschützen wolltest, also die dich fünfmal auf unserer Reise fast selbst umgebracht hast, als du ein Flammenschwert beschworen hast, als du gesagt hast, du gehst selber los und tötest alle und wir sollen doch bitte zurückbleiben. Nein, da wäre ich nie auf die Idee gekommen, dass es das ist, was du willst. Aber was das mit dieser Ratte zu tun hat, das weiß ich nicht. Ja, jetzt hat sie dich zum Spion gemacht. Wie dumm kann man sein? Einer solchen Person würde ich sowieso schon mal nicht trauen. Können wir jetzt bitte irgendwie schauen, was wir tun, damit wir in die Rabenmark zurückkommen und unsere Aufgabe erledigen, statt darüber zu reden, welches schreckliche Problem Astano jetzt mal wieder hat. Entschuldigung, aber es geht mir auf den Wecker. Gut. Ich gebe auf. Aber damit wird auch jegliches Problem auf euch abgelassen. Ich habe keine Lust mehr, den Beschützer zu spielen. Und Astano, muss ich unterschreiben? Und Astano geht aus dem Zelt heraus. Jedes Mal. Das macht mich einfach wahnsinnig. Entschuldigung. Es macht das unser Anliegen nicht einfacher. Aber so ist es nun. Osko schaut in Richtung Elena. Vielleicht kannst du ihn noch mal gut zu Gemüte reden, Elena. Ja, ich schau mal, was ich machen lässt. Ich drücke Mora beim Vorbeigehen den Brief in die Hand hier. Der ist ja deiner. Und dann. Sie lässt diesen Brief im Inneren ihres Mantels verschwinden. Geht Elena aus dem Zelt. Schaut, ob sie, wo sie Astano findet. Danke. Und Janek, was unser Vorgänger angeht, ich habe mir Gedanken dazu gemacht. Wir sollen ja so eine Art Vorhut bilden, die Leute darauf vorbereiten, dass Erlösung auf dem Weg ist und ihnen eine gute Aussicht bestellen. Nein, noch anders, dass sie vorbereitet werden, dass sie quasi aus dieser Knechtschaft der Kommanden befreit werden. Den genauen Befehl habe ich noch gar nicht, aber ja, sowas wird es wohl sein, ja. Wofür brauchen wir sie und sonst? Mannesstärke wird es nicht sein, wenn sie, naja. Rege auskundschaften. Schauen, wo der Feind ist, solche Dinge sicherlich auch. Ich weiß es nicht genau. Es wird nur Andeutung gemacht. In der Art. Und ich habe mir für meinen Teil dazu Gedanken gemacht, weil ich ja für solche Aufgaben nicht geeignet sein werde.
ich meine, ihr kennt mich mittlerweile schon gut genug dafür. Aber ich habe, und Osko kramt diesen alten Wälzer hinaus, also unter seiner Jacke hervor und schlägt eine Seite auf. Ich habe noch einmal recherchiert und Jandrik, du erinnerst dich, die anderen kennst du zu gut. Das Land der Rabenmark ist verpestet. Es wächst so gut wie gar nichts mehr, außer dämonisches Gezücht. Der Baum. Du erinnerst dich vielleicht noch. Ein bisschen. Es soll nach diesem Text hier vom alten Parinor, soll es eine Möglichkeit geben, den Boden zu heilen. Allerdings brauche ich dafür noch etwas Zeit. Wenn ich Glück habe, hat Perdan dafür die nötigen Hilfsmittel. Es gibt einige Formeln, die den Boden wieder fruchtbarer machen. Das könnten wir als eine Art, das können wir als Argument dafür benutzen, dass die Leute sich ja quasi uns zugehöriger fühlen. Das wäre sehr mächtig, sicherlich. Deswegen, ich muss noch mal dringend ihn finden. Ich hatte dafür vorher noch keine Zeit für. Aber das wäre eine Idee, wie ich da vorgehen könnte. Ich brauche dafür allerdings mehr Zeit und ich brauche dafür einige, wie gesagt, Hilfsmittel. Ich glaube nicht, dass einer von euch einen Achat zufällig dabei bei euch trägt, oder? Nein, leider nicht. Das dachte ich mir. Das wird einige Zeit in Anspruch nehmen, aber das wäre zumindest eine der Möglichkeiten. Andererseits natürlich kennen wir uns ja, glaube ich, alle auch in der Gegend relativ gut aus, zumindest in Neu-Oakenwacht. Die Möglichkeiten, wo das herlagern könnte, das sollen wir alle hinkriegen, auch ich. Ansonsten sind meine Möglichkeiten gebunden. Ihr seid die Experten, was geheime Dinge angeht. Und Osko. Aber wenn wir weiteren Widerstand finden wollen, dann bist du sehr gut geeignet. Die Leute trauen dir, Osko. Das wäre meine Aufgabe, ja. Eine der wenigen Vorzüge, die ich dann doch habe. Mach dich nicht so klein. Du bist durch den Wall gegangen, wie jeder von uns. Ja. Das wollte ich nur einmal eingebracht haben. Und was die Sache mit dem Brief angeht, glaubst du, das wird noch, oder dieser Mann wird noch mehr Probleme bereiten? Astanio, sicher. Das ist seine Aufgabe, dafür ist er hier. Ich glaube, er meint Praiodor. Ja. So. Nun, ich habe ihn jahrelang nicht gesehen. Ich bin komplett überrascht, dass er hier im Westen sein soll. Aber ich denke, er findet Wege. Ich weiß nicht, wie kleinschrittig er mich verfolgt hat. Ich denke, vielleicht war es auch einfach nur Zufall. Im Brief schreibt er doch, dass er dich vor etwas schützen möchte. Ja, anscheinend gehen hier Dinge um, die größer sind als das, was wir wissen. Vielleicht hat er die Gerüchte gehört oder vielleicht hat er beobachtet oder gesehen, dass die beiden Opfer miteinander gesprochen haben. Und diese alte Geschichte mit diesem Kopfgeldjägerbrief hier grassierte. Vielleicht wollte er das im Keim ersticken, aber ich glaube nicht, dass er so eine Geschichte aufhalten kann. Nein. Und deswegen wäre ich dafür, dass wir so schnell wie es geht, aufbrechen, bevor noch irgendwer hier irgendeine Anklage erhebt. So etwas kann sich wie ein Lauffeuer verbreiten. Ich würde auch sagen, wir sollten so schnell wie es geht hier los. Aber was genau könnte er meinen? Was für eine Gefahr sollte dir drohen, dass er zu so drastischen Maßnahmen greift? Es reicht ja schon, wenn mein Name hier rumgeht. Ich meine, ich war eine Kopfgeldjägerin für einen Nekromanten aus dem Osten. Das reicht. Und ich habe keinen Beweis, dass ich den Mann nicht umgebracht habe. Es gibt eher Dutzende Augenzeugen im Osten, die gesehen haben, wie ich ihn mit einem Strick um den Hals hinter meinem Pferd hinterhergezogen habe. Ich habe die Kopfgeldjägerin verdammt gut gespielt. Und ich habe auch ihm eine Heidenangst gemacht. Glaub mir das. Dann sollten wir so schnell wie möglich es gehen. Ja. Na gut. Dann sollten wir wohl keine Zeit verlieren. Ich
Jandrik, was genau hat Borondrea zu dir gesagt? Dass mein Onkel weitere Befehle hat. Ich werde ihn suchen müssen. Gut. Dann tu das. Ich meine, wenn wir die Vorhut sein sollen, dann müssen wir eh schneller sein als der Rest. Ich werde ihn suchen. Und Mora, ich stehe schon am Zeltausgang, drehe mich nochmal um. Danke. Ich übe noch. Das mit dem Vertrauen. Er lächelt schelmisch und dreht sich um und geht. Streithähne. Naja. Oskar schaut zu Mora. Vielleicht solltest du nicht alleine sein. Magst du eben mich begleiten zu Perlern? Oder hast du noch was anderes vor? Gerne, ich begleite dich. Dann habe ich immerhin jemanden, der auf mich aufpasst. Richtig. Schwenken wir zu Elena und Astanio. Ja, sie läuft ihm, sucht ihn dann draußen, wo er steht. Schaut sich um, wenn sie nach dir austritt. Kleine Zwischenfrage. Welche Tageszeit haben wir inzwischen? Ist es inzwischen dunkel? Ja, beginnender. Es ist ja ziemlich früh dunkel, es ist ja Winter. Dann Elena wird lange brauchen, bis sie Astanio findet. Denn er hat sich jetzt ziemlich gut versteckt. Vielleicht eher zufällig entdeckst du ihn an einem kleinen Fluss, am Flussbett, sitzend am Rand, wie er magisch Steine über den Fluss flippen lässt. Lena tritt dann von hinten an ihn ran, also kommt von schräg an ihn ran, dass er sich nicht erschreckt. Na, hast du dich etwas beruhigt? Astanio antwortet ihn nicht und wirft einfach noch aggressiver die Steine ins Becken, sodass sie nicht mehr hüpfen, sondern einfach nur noch reinplumpsen. Jetzt geht sie zu ihm und setzt sich neben auf einen anderen Felsen. Was ist los? Was wolltest du eben noch sagen? Was meinst du? Wie ist dein Plan? Also du hast ihn ja doch nicht zu Ende ausgeführt. Ich meine, bezüglich... Braucht es doch jetzt nicht mehr. Wenn das drüben alles klappen soll, sollten wir das wissen. Mora sollte diesen Brief verschwinden lassen. Diesen Erlaubnis. Dann kann man ja dahingehend schon mal nichts nachweisen. Und im Osten wird sie uns sehr nützlich sein mit dem, was mit ihrem Wissen. Sie weiß, wo Städte, wo Dörfer sind, kennt die Verpflegungspunkte. Naja. Was ist, wenn wir es sogar schaffen? Was wird aus ihr, wenn wir es sogar schaffen? Habt ihr mal darüber nachgedacht? Sie taucht unter. Sie taucht unter, ja, wunderbar. Ja, sie war all die Jahre unter. Genau das ist das Problem. Das ist kein Leben. Das muss sie dann für sich wissen. Sie kann sich komplett in den tiefen Westen absetzen, neuen Namen und weg ist sie. Ist so wie du abgetaucht bist, wie ich abgetaucht bin. Und was hat uns das gebracht? Wir laufen weg vor unseren eigenen Problemen. Und sagst du das? Willst du, dass sie genauso endet wie wir? Sie ist doch schon in dem Zustand, dass sie... Nein, ist sie noch nicht. Sie hat gerade noch die Möglichkeit, umzukehren. Genauso wie dieser Scheiß-Sturkopf.
Astani nimmt einen riesigen Brocken diesmal in die Hand und wirft ihn mit Karacho in den Fluss, sodass es hochspritzt. Ja, die Probleme fangen sie erst wirklich an, wenn es halt im Osten, hier im Westen bekannt wird, was sie getan hat. Wie ihr Ruf hier wirklich sich ausbreitet. Solange sie im Osten, wird uns das nützlich sein. Ja, und danach... Ja, und danach. Das werden wir dann ihr sehen. Ihr alle denkt nie über das danach. Das danach, wenn die Ostrahmark befreit ist, werde ich nach Norden reiten. Ach, das kannst du Spaß dabei. Danke. Mastanio wendet sich von ihr ab und geht den Fluss entlang. Helena bleibt sitzen und du hörst, dass sie irgendwie anfängt zu schluchzen. Richtig. Mastanio. Und dann flucht sie weiter. Mastanio bleibt stehen und ballt seine Faust zu... bald seine Hand zu einer Faust und dreht sich um mit steinerner Miene. Was? Sie steht auf und kommt mit Tränen im Gesicht zurück. Man hatte mir mehr Unterstützung mit dir gehofft, wenn ich den Norden anspreche, dass ich dahin zurückkehren möchte. Mich stellen möchte, so wie du es getan hast. Dich stellen möchtest. Dich wieder den Amazonen anschließen möchtest. Nein, ich möchte mich nicht mehr den Amazonen anschließen. Ich fühle mich nicht mehr wie eine Amazone. Das habe ich gemerkt, als ich jetzt hier im Lager unterwegs war. Wirklich gemerkt habe ich es, als sie schaute die ganze Zeit nicht ins Gesicht, sondern ihr Blick ist irgendwo hingerichtet. Als ich auf Sturmfels getroffen bin und er mir sein Beileid für den Fall von Kokum ausgesprochen hat. Es hat mich berührt, aber es hat mir gleichzeitig auch ein Stich ins Herz versetzt, dass ich diesen Amazonenstolz fast nur noch heuchle. Du weißt, was ich getan habe. Und anders als bei dir gibt es bei mir nichts, was für mich verwendet werden kann. Die Schlacht war noch im vollen Gang. Ich hätte wieder reingehen können in die Schlacht. Sie war nicht beendet. Ich bin feige geflohen, weil mich mein Kampfesmut verlassen hatte. Mich, eine Amazone. Nachdem du magisch beeinflusst worden bist. Lass uns das mal nachweisen. Ich weiß nicht, ob sie mir das glauben. Na, wenn es der Magier sagt. Das hängt von Gili ab. Wenn sie überhaupt noch lebt. Oder der nächsten Königin. Woher willst du eigentlich wissen, dass überhaupt noch irgendwas im Norden ist? Das werden wir dann sehen. Aber ich möchte es für mich. Ich möchte abschließen. Und danach? Das sehen wir dann, ob sie mich am Leben lassen. Ganz ehrlich, es gibt keinen Grund, mich am Leben zu lassen. Ich habe Hochverrat, Höchstverrat. Du musst ja nicht mit reinkommen. Aber du musst zumindest du passt dann im Süden auf meine Tochter auf. Ich? Auf deine Tochter aufpassen? Es gibt sonst niemanden außer Osko, dem ich sie anvertrauen könnte. Vertrau sie Osko an. Ich bin die falsche Person dafür. Das hast du mir schon mehr als einmal klar gemacht. Weil mir nicht bewusst wird, wie viel dir an den Kindern liegt, an ihr liegt, weil ich einfach immer noch so... Ich war 17 Jahre lang darauf getrimmt, dass Männer und Magier halt, dass man sie nicht braucht. Aber du hast mich... Die letzten Jahre... Ich hatte es dir schon vom Wall gesagt. Angedeutet, dass du und Oskar seid für mich wie eine Familie, zusammen mit Fenja, die ja auch wirklich meine Tochter ist, und
Der Frau des Schmieds. Ist mir gerade tatsächlich ein Name entfallen. Und Fenja? Ja, natürlich, Fenja. Ja, du, Osko, Fenja. Was? Was würde Fenja davon denken? Von was? Dass ich sie adoptiere? Ich glaube, insgeheim mag sie dich auch. Nur, dass sie hat halt deine schlechten Seiten auf der Reise gesehen. Es war uns einfach für alle, uns alle zu viel, auch für sie. Liegt es wirklich da dran? Oder liegt es vielleicht daran, dass du es von Anfang an abgeblockt hast? Oder muss ich dich an Dada erinnern? Es hat mir einfach... Es lag an mir, dass ich mich nicht bereit war, mich auf jemanden einzulassen. Ich habe 5 Jahre auf einem Bein gestanden und dann kommt da jemand, der dann... Sie geht vor dir auf die Knie, sie ruft Bericht zusammen. Asthane schaut 1-2 Sekunden auf das Häufchen, was da gerade vor seinen Füßen liegt und versucht sie dann wieder aufzurichten. Sie macht sie es verdammt schwerer dann, dass du sie versuchst aufzurichten. Asthane kriegt das schon hin. Sie hängt halt fast in deinen Armen. Es ist... Und dann fängt Asthane an, Elena zu küssen. Elena ist erst irritiert, aber dann lässt sie sich halt irgendwie drauf ein und fängt dann an zu weinen, löst den Kuss und wirft sich einfach in seinen Arm und flennt nochmal richtig. Sagt aber nichts, bleibt dann einfach da, lässt sich vielleicht von ihm nochmal zum Küssen verleiten, nachdem was er dann noch macht, wenn sie da jetzt Kuss aufgelöst hat und an seiner Schulter erstmal flennt. Ich habe mir etwas überlegt und ich weiß nicht, ob es nicht vielleicht das Bessere wäre. Ich habe mir überlegt, mich von der Gruppe zu trennen. Warum? Je weniger ich weiß, desto weniger muss ich ausplaudern. Desto weniger kann ich ausplaudern. Ich habe ja keine Ahnung, was das... Jandrik hat ja recht. Ich habe keine Ahnung, wie man ein Spion ist. Und wenn ich irgendwie Mora damit reinziehe, dann haben wir ein Problem. Die ist doch schon mit drin. Momentan ist sie gar nichts mit drin. Momentan bin ich einfach der komische Magier, der zusammen mit den komischen anderen Leuten aufgegabelt worden ist und die Rattel weiß. Obwohl Ratte passt ganz gut zu ihr. Hat einen guten Spitznamen. Das Einzige, was sie weiß, ist, dass wir den Wall kaputt gemacht haben. Wer nicht? Und ich weiß, dass das Jandrik und Mora und all die anderen, dass ihr alle das nicht verstehen wollt. Aber ich mache das nicht, um euch unnötig aufzuhalten, um die Aufgabe unnötig aufzuhalten. Ich mache das, weil das Letzte, was ich haben möchte, ist, bei einem von euch am Grab zu stehen und die Grabrede zu halten. Vor allem nicht bei Mora und Jandrik. Auch bei Osko nicht. Wenn was im Osten passiert... Osko ist zu intelligent und zu umsichtig, als dass ihm etwas passieren würde. Sind wir mal ehrlich. Damit hast du allerdings recht. Er rennt nicht unnötig in Probleme rein. Nein, aber es war verdammt mutig von ihm, das Fass auch zum Dämon zu bringen. Ja. Das hätte ich nicht erwartet, dass er das tut. Sagt man so schön, stille Wasser sind tief. Ich habe ihn jahrelang getriezt mit irgendwelchen. Irgendwelchen bescheuerten Kampftechniken. Ich wollte doch nur, dass der Junge sich verteidigen kann. Mehr wollte ich doch gar nicht. Ich glaube, das kann er, wenn er will.
Nur dein Umgangston ist halt nicht immer der freundlichste gewesen. Ich habe gelernt, dass Freundlichkeit nicht viel weiterbringt. Das siehst du bei Jandre gerade. Ich müsste ihm eigentlich nochmal einen aufs Maul geben, damit er endlich mal aufhört, seinen komischen... Es ist Jandrik. Nein, das ist Astanio und Jung. Frauenaufreißer, große Fresse, nichts dahinter. Ja, er hat alleine 2-3 Wochen aus Rabenmark überlebt. Als das, was er ist, als... Überlebt. Und Astanio, ja, bewegt seine Finger. Er hat sich halt mit dem Falschen auf dem Rückweg angelegt. Aber er ist hingekommen, immerhin das. Aber er kann keine Hilfe annehmen. Da ist er nicht der Einzige. Ich meine, die Frage ist, wie erfährt Rattelf was, das, was du drüben im Osten erfährst? Er hat sich halt Kommunikations... Wir haben das ganze KGIA gegen uns und ich schwöre dir, nur weil ich jetzt KGIA-Mitglied bin, heißt das nicht, dass sie mir blind vertraut. Eher, dass sie mich noch weiter beschattet. Da bin ich zu 133% sicher. Wir sind und wir werden in diesem Heer und in diesem Job die Außenseiter bleiben. Was wir anstellen, kann für oder gegen uns verwendet werden, egal was jeder von uns anstellt. Selbst Osko, wenn er, ich weiß es nicht, wie es bei ihm im Orden ist, aber... Wie gesagt, um Osko mache ich mir am allerwenigsten Sorgen. Der Junge hat es sich endlich gemacht. Mhm. Aber die anderen beiden, sind wir jetzt mal ehrlich, was sind denn die anderen beiden? Die anderen beiden sind Spielfiguren, sind Bauern auf einem Schachfeld, die sich herumkommandieren lassen. Naja, was glaubst du denn, warum ich damals aus dem Militär ausgetreten bin? Warum ich abgehauen bin? Jetzt steckst du wieder unter einer Fuchtel. Ja. Er war ehrlich gesagt die Einzigen, die hier in unserer Fünfergruppe richtig frei sind, Mora und ich. Mora kennt sich im Osten am besten aus, sie ist ihr eigener Herr, genauso wie ich momentan. Und ich weiß nicht, ob du deine Aufgabe alleine gemeistert bekommst, wenn du alleine durch den Osten ziehst. Du hast es, ich weiß nicht, wie lange, was du getrieben hast, bevor du nach Neu-Okrenwacht kamst. Darüber hast du ja nie gesprochen, aber... Man hat sich halt durchgeschlagen. Den Kindern mit Zaubertricks Freude gemacht. Und Astanio zieht hinter deinem Ohr eine Münze heraus. Eine schmuddelige, alte, abgeranzte Münze. Ach, ja? Kleine Zaubertricks. Ja. Naja, vielleicht kannst du mit denen ja auch wieder was anfangen jetzt im Osten. Alles, was von dem ablenkt, was du wirklich bist, kann von Nutzen sein. Aber wenn du alleine durch die... Ich werde es nicht verkraften, wenn du alleine reist. Das... Der Osko wird dir auch ganz böse sein. Gerdre wird vielleicht froh sein, wenn du dich in den Tod begibst. Um es mal mit seinen Worten zu sagen. Lauf doch und geh und in den Tod, so wie ich es ihm auch gesagt habe, dass er, wenn er alleine loszieht, ja, sich in den... Das ist ja genau das Ding. Aber du nimmst keinem von uns. Jandrik labert die ganze Zeit von Vertrauen und Gemeinschaft und erzählt mir durchgängig, wie schlecht ich bin und wie ich alle nur aufhalte. Vielleicht ist es dann genau dann richtig, dass der Klotz am Bein die Gruppe verlässt. Du bist kein Klotz am Bein. Ohne dich hätten wir es nicht in den Wall geschafft. Wäre der Wall nie wirklich gefallen. Hätte irgendjemand anders von euch magische Kräfte, dann hättet ihr das auch geschafft. Hatten wir aber nicht. Ja. Haben wir nicht. Also, es macht dich nicht kleiner, wie du bist. Sie knufft ihn. Wir müssen das Beste aus der Situation machen. Mora, die ist
Ja, im Osten aufgewachsen. Sie hat so viel Wissen. Wir können das Wissen tatsächlich ja auch aktiv nutzen. Dass sie, wie ich sagte, sie kennt die Dörfer, sie kennt die Wege. Das ist alles Informationen, die wir... Das ist alles richtig. Mir geht's einfach nur darum, wenn das alles wirklich vorbei sein sollte und sollten wir das Glück haben zu überleben, dann sind... Machen wir uns dann Gedanken drum. Ich habe zwar auch gerade den... Mich graut's davor, was passiert, wenn tatsächlich noch Amazonen da sind und mich zerreißt es, wenn ich daran denke, was das Urteil sein wird, aber es bringt nichts, wenn ich jetzt daran denke, was passiert, wenn es vorbei ist. Wir müssen an morgen denken. Wir müssen uns einen Plan machen. Wir können nicht wieder blind drauf loslaufen, so wie wir es auf dem Hinweg getan haben. Wir haben jetzt ein komplettes Heer in unserem Hintergrund. Das ist es ja. Einen Plan können wir nicht damit machen, dass wir einfach in die Rabenmark stolzieren, ohne unsere Gedanken zu ordnen und ohne vielleicht Absicherungen zu treffen, die uns nützen können. Und nur weil Jandrik wieder Hals über Kopf sich ins Getümmel stürzen möchte, weil er ein Vollidiot ist. Dann solltest du ja mit Mora vielleicht wirklich zu Rattel gehen, wenn Mora das möchte. Ja, und wie soll ich sie davon überzeugen? Die beiden Turteltäubchen sind ja schlimmer als wir beide. Wen meinst du? Vielleicht sind wir sogar einen Schritt weiter. Das ist ja das Problem. Egal. Na. Und das Tattoo fängt doch mal an, Elena zu küssen. Sie drückt den erst so ein bisschen. Ja, kommt noch mal drauf und geht dann aber auch drauf ein. Nach ein paar Augenblicken löst sie sich dann. Und wenn sie halt nicht sprich mit Mora drüber. Nein, 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 tu ich nicht. Und das Stadio löst sich von Elena. Sprich du doch mal mit Mora. So, Frau zu Frau. Du meinst jetzt wegen dem Dienst, dem speziellen. Schau dir mal die Logik an. Ich bin der alte Sack, der ausrastet, der wirklich, der die ganze Zeit nur belehren möchte. Was Alter, passiert, wenn die Frau in der Gruppe, die einzige andere Frau, vielleicht auch auf die gleiche Idee kommt? Verkauf's halt mal anders als ich. Bring's irgendwie an den Mann, an die Frau natürlich. Kann ich versuchen. Mora ist ja der größte Schatz, den wir haben, der größte Hebel, den wir haben, um ja, uns vielleicht auch wirklich Vorteil zu verschaffen. Dass sie. Und vor allem, wenn das alles vorbei ist, ich glaube, Mora wird sich eine goldene Nase im KGEA machen. Und zwar ordentlich. Ja, naja, sie kann halt die Kopfgeldjagd auch umdrehen. Sie kennt ja Namen und Begriffe und wenn sie die weiterleitet, Sie hat halt Wissen, das kann man als Gegengewicht nutzen zu diesem Ups, er ist weg, dieser Brief sollte auf jeden Fall verschwinden. Und während du mit Mora redest, knüpfe ich mir Jandrik nochmal vor. Und das Zahnjutz steht auf. Ich habe mit dem Jungen wirklich, wirklich ein Hühnchen zu rupfen. Dann lass uns zurückgehen und Elena wird aber dann auch Astarios Hand packen und sie Finger drin verschränken. Und beim dann Zurückgehen. Ja. Grinst Astalio wie ein Honigkuchenpferd. Elena kann es sich auch nicht verkneifen. Dann schwenken wir rüber zu Jandrik, der durchs Eierlager eilt, um seinen Lehrmeister zu suchen. Ja, ich suche nach ihm. Ich will jetzt endlich Klarheit. Ich will wissen, was man von mir erwartet und einen Grund, so schnell wie möglich aus dieser Hölle hier wegzukommen. Ja, du suchst eine ganze Zeit lang, kannst ihn erst nicht finden und dann bekommst du ein paar Tipps und Hinweise von einfachen Soldaten und einigen Golgariten, die du unterwegs befragst, dass er sich in der Nähe von Borondrias Zelt aufhält.
Und dann gehe ich dorthin. Suchst dann eine Weile und siehst dann irgendwann, wie er aus einem Zelt heraustritt. Ja. Und mit einem zwei Boron-Geweihten im Gespräch zu vertieft zu sein scheint. Danke. Er macht kurz eine Geste zu den beiden Personen, die dann kurz nicken und sich wieder nach Zelt zurückziehen. Und dann setzt er ein Lächeln auf und kommt dir entgegen. Wie geht es dir? Viel zu tun, viel zu tun. Was ist denn los? Ich schaue mich um. Wenn es jemand zuhört, ich bin vorsichtig geworden. Es ist also geschäftiges Treiben im Lager. Also es laufen immer mal wieder Leute hin und her hinter euch und um euch herum. Ich hatte Nachmittag ein interessantes Gespräch mit jemandem, der gerade dabei war, das Lager zu verlassen. Auf unbestimmte Zeit. Hm. Haben einige das Lager verlassen heute? Ja, bei dieser Person ist es ein bisschen auffälliger als bei anderen. Auf jeden Fall hatten sie mir gesagt, dass du mir etwas zu sagen hast. Jetzt warte ich natürlich begierig. Du weißt doch, wie ungeduldig ich bin. Ach so. Ja. Ich wollte vorher noch ein paar Dinge abklären. Komm, wir gehen am besten in mein Zelt. Und du erzählst mir auf dem Weg ein paar Sachen. Wir haben ja lange nicht gesprochen. Eigentlich so richtig habe ich das Ganze auch noch nicht begriffen, mit welchen Leuten du da dich umgibst und so. Und was das Ganze da drüben mit dir gemacht hat. Na, mach dir keine Sorgen, mir geht's gut. Ich bin der Alte, so wie immer. Immer den Mädchen hinterher und Flausen im Kopf, weißt du doch. Ja, das war schon immer deine Schwäche. Genau. Er wandert eine kurze Zeit und es ist merkwürdige Stille, weil er kaum spricht. Und dann tretet ihr in sein Zelt ein. Setz dich. Ich folge. Nun, wir haben einen Plan ausgeklügelt, wie wir weiter vorgehen wollen. Also, nicht ich persönlich, aber ich dürfte zuhören, als die hohen Herrschaften ihre Überlegungen angestellt haben. Es hat Borondria einige Überredungskunst abverlangt, den Tatendrang zu bremsen, der hier bei einigen herrscht. Es gibt hier vor allen Dingen die Leute um von Mersingen, die unbedingt schnell in das Land hineinstürmen wollen, aber ich halte das für unklug. Und Borondria auch. Sie werden sterben, wenn sie es tun. Ich denke auch, ja. Dieses Land ist voller Tücken. Wir wissen nicht, was die Diener der dunklen Göttin dort gemacht haben. Während der ganzen Zeit. Ja, ich kenne ein paar Leute, die haben eine ganz gute Idee, denke ich. Mhm. Das meinte Borondria auch. Wir brauchen jemanden, der weiß, womit wir uns einlassen. Und der für Sicherheit sorgen kann, wenn wir die Truppen auf den Weg bringen. Wir brauchen Sicherheit im Lagern. Wir brauchen sicheres Essen und Trinken. Und wir müssen Informationen haben, auf wo wir auf Widerstand treffen und wo nicht. Das heißt, wir brauchen Verbündete, sichere Wege. Vor allen Dingen Verbündete und sichere Wege, genau. Bin mir sicher, da drüben kann es... Es kann nicht sein, dass das Volk sich so komplett ergeben hat in sein Schicksal. Das glaube ich auch nicht. Wenn ich bei einem der wenigen Dörfer, in dem ich war, gleich
meine vier Gefährten gefunden habe, dann muss es noch mehr wie diese geben. Viel mehr. Und selbst in der tiefsten Rabenmark habe ich eine junge Frau getroffen, die bereit war, ihr Leben zu riskieren, nur um mir zu helfen. Es muss viele dieser Art geben. Sie schweigen, sie verstecken sich. Aber wenn sie Hoffnung haben, dann kommen sie hervor. Da bin ich sicher. Ja. Und gegen einen Gegner zu kämpfen, der sich mit Aufständen innerhalb der eigenen Reihen abgelenkt sieht, halte ich für einen, naja, für einen einfachen Gegner. Als jemanden, der sich vorbereitet, dass einem ein Herr entgegentritt. Also das heißt, wenn ich es richtig verstehe, unsere Aufgabe ist es, ins Feindesland vorzudringen und zu konsolidieren, herauszufinden, wer auf unserer Seite ist, die Leute zusammenzutrommeln. Geht durch die Dörfer und sucht euch Verbündete und macht sie bereit für das Eintreffen des Heeres und sorgt dafür, dass das Heer dort Lagerpunkte findet und frischen Nachschub bekommt. Aber du weißt, dass das auch schiefgehen kann. Je mehr Leute wir einweihen, umso mehr Verräter, umso mehr Spione laden wir ein. Es ist ein zweischneidiges Schwert. Ich weiß nicht, was der Plan ist, nachdem wir die Nekromanten und den Nekromantenrat beseitigt haben. Und vor allen Dingen werden wir schnell nach Altzoll marschieren, um die Stadt einzunehmen. Ich denke, das ist ein Primärziel, aber ich denke, wir werden nicht darum herumkommen, die Realitäten in diesem Land anzuerkennen. Aber ich habe kein großes Wort in irgendwelchen politischen Dingen. Aber ich schätze den Herrn von Mersingen so ein, dass er das durchaus realistisch sieht. Das heißt, wir sind uns bewusst, dass die Leute dort kooperieren mussten, um zu überleben. Aber manche haben auch kooperiert, weil sie davon Nutzen hatten. Und haben. Wie will man das auseinanderhalten? Das wird die Schwierigkeit. Na gut. Das wird eine Sache, die ich nicht entscheiden möchte. Ich glaube, dafür sind die Diener des Praios viel geschulter als ich. Unser Auftrag, den soll ich mit meinen Gefährten ausführen? Oder gibt es noch andere, die mit uns kommen? Wir werden nach und nach ein paar Teams losschicken, aber ich denke, ihr solltet die Ersten sein, weil ihr euch am besten auskennt. Je früher wir los können, umso besser, wenn es nach mir geht. Mhm. Wie gesagt, ich wollte noch ein paar Nachforschungen anstellen. Es gibt zu viel Politisches in diesem Lager, was mir Kopfzerbrechen macht. Du weißt, ich bin nicht der Politiker. Und ich frage mich immer, was die Beweggründe hinter dem Handeln einiger einzelner Leute ist. Macht? Das ist doch immer die Antwort. Macht. Es gibt verschiedene Arten von Macht, Jandrik. Erst wenn man den Gegner richtig versteht, das habe ich dir früher beigebracht, kann man ihn bekämpfen. Und ich versuche gerade herauszufinden, mit wem wir es hier überall zu tun haben. Ich dachte, ich könnte alle ganz gut einschätzen, die wir in unserem Orden haben, aber ich habe mich anscheinend geirrt. Hier gibt irgendetwas vor. Es gibt irgendein merkwürdiges Geheimnis, das Borondria mit sich herumträgt und das niemand wissen darf. Und ich halte das für eine schlechte politische Tat, dass sie hinter dem Berg hält. Was verheimlicht sie uns? Ich habe keine Ahnung. Aber was es immer auch immer es ist, vielleicht sollten wir uns darauf vertrauen, dass Borondria weiß, was sie tut. Ja, ich vertraue Borondria auf jeden Fall. Aber ich möchte so viel Wissen sammeln, wie ich kann, wenn ich mich in die Höhle des Löwen begebe. Wenn du verstehst, was ich meine. Mein Rang ist nicht sonderlich hoch, aber ich
Wie gesagt, ich darf am Tisch derer, die über die Welt beraten, als Zuhörer dabei sein. Ich denke, das ist schon gut genug. Vielleicht schaffst du es einmal, mitberaten zu dürfen. Ich glaube, du hast gar mehr Talent. Ich das will. Ich weiß gar nicht, ob ich das will, Onkel. Ganz ehrlich. Es ist nicht das, was wir wollen, Jandrik. Nur das, was Boron will. Oh ja, was Boron will. Und was will er? Das ist die Frage, Jandrik. Das ist die Frage. Du bist ein guter Mann, Onkel. Du warst das immer. Du bist kein Politiker. Du bist kein Spion. Du bist ein guter Krieger. Borons. Vielleicht reicht das. Für mich reicht das. Für dich? Man wird es sehen. Gut. Wir werden Ausrüstung brauchen. Ich habe dem Ausrüstungslager schon ein paar Hinweise gegeben. Ich glaube, da hat es auch irgendwie, diese Amazone hat auch schon irgendetwas in Auftrag gegeben. Ich habe mich um die Bezahlung schon gekümmert. Ich denke, wenn ihr mit vernünftiger Ausrüstung los wollt, dann solltet ihr das auf jeden Fall machen. Pferde habe ich auch schon besorgt, damit ihr schnell vorankommt. Wann sind deine Planungen zu Ende? Wann können wir los? Ich glaube, meine Planungen werden noch viel länger dauern, als ich das gerne möchte. Vielleicht solltet ihr wirklich, so wie du das sagst, früher aufbrechen, als ich meine Nachforschungen abgeschlossen habe. Als ich vorhin sagte, dass du ein Krieger bist, und zwar ein guter, dass das reicht. Glaubst du, diese Aufgabe, die du dir da selbst aufgelegt hast, ist die richtige für dich? Weiß nicht. Ich habe gehört, dass manche Leute zu Spionen werden, die gar nicht dafür geeignet sind. Und manche glauben plötzlich, Politiker sein zu müssen. Das meine ich. Nicht, dass du dich übernimmst, Onkel. Ich gehe offen mit dem um, was ich tue. Jeder soll wissen, was ich hier mache. Ich suche nach den tiefen Wahrheiten unseres Herrn Boron. Nicht aber mehr verstrickst, dich, verstrickst dich dann vielleicht in politische Zusammenhänge, die du nicht begreifst. Vielleicht. Aber dann will es der Herr Boron so. Mit Ehrlichkeit bin ich immer gut gefahren in meinem Leben. Ich weiß, das ist nicht dein Weg, aber meiner. Was soll das heißen? Ich bin der ehrlichste Mensch, mit dem du je treffen bist. Du weißt immer, dass ich dich anlüge. Er klopft dir auf die Schulter. Ich umarme ihn. Während er in der Umarmung verweilt, flüstert er ins Ohr. Pass auf dich auf, Jandrik. Das werde ich. Ich könnte deinen Eltern in der Ewigkeit nicht wieder begegnen mit dem Wissen, dass ich dich in den Tod geschickt habe. Du schickst mich nicht in den Tod. Wenn, dann tue ich das selbst. Und es wird nicht der Tod sein, sondern die Befreiung der Rabenmark. Versuch einfach keine Dummheiten zu machen. Das kann ich nicht versprechen, Onkel. Und damit dreht er sich um, zwinkert ihm nochmal zu und verlässt das Zelt. Und wir schwenken hinüber zu Mora und Osku. Osku schaut in Richtung Mora, während die beiden auf dem Weg sind zum Zelt von Perdan. Glaubst du, die beiden kriegen sich nochmal ein? Astanio. Und Jandrik. Beide. Naja, Jandrik sicherlich. Bei Astanio ist das wohl eher so ein Zustand. Ich werde aber das Gefühl nicht los, dass er ihn eigentlich schon mag. Aber ja, Astanio kann das nicht so ausdrücken. Und Jandrik kann das nicht zulassen.
ein Problem von beiden Seiten, glaube ich. Aber irgendwann werden die sich mal zusammennehmen müssen. Ich glaube, bis dahin werden noch ein paar gebrochene Nasen vergehen. Großartig, ich bin schon geübt da drin. Nein, ich werde einfach das Gefühl nicht los, dass Astanio sieht in Jandrik irgendwas. Ich weiß noch nicht genau was, aber... Er kann von dem Jungen wirklich nicht lassen. Ja, wirklich. Er ist beinahe von einer komischen Art und Weise vernarrt in ihn. Er sieht in ihm etwas, oder bilde ich mir das nur ein? Abwarten. Hm. Ich glaube, so ein wenig recht hast du schon. Ich beobachte das mal die Tage, bevor ich wieder ein paar Nasen richten muss. Aber alles in allem lief das Gespräch sogar besser, als ich dachte. Besser? Es wurden keine Waffen gezogen. Ja gut, das bei dem Gespräch, wo wir unser Vertrauen eigentlich stärken sollen, wäre das auch echt kontraproduktiv gewesen, aber... Ich habe mit allem gerechnet. Keine Waffen, kein Blut. Keine gebrochenen Knochen. Alles in allem besser, als ich es erwartet habe. Aber ich glaube, wir haben noch einen langen Weg vor uns. Zumindest die beiden. Ich glaube, wir alle, Osko. Wir alle. Auf unsere eigene Weise. Da hast du wahrscheinlich auch recht, ja. Aber ich denke mal, mit dem Ziel vor Augen wird es sich langsam entwickeln. Eine Pflanze wächst nicht innerhalb von einem Tag. Sie braucht lange. Von der Saat des Samens bis hin zur reifen Ernte. Aber gut. Wie glaubst du, würde die Ernte aussehen? Und sie blickt dabei sehr, sehr grob einmal über das ganze Lager und auch zum Wall und fast schon ein wenig darüber hinaus. Es kommt darauf an, was gesät wurde. Auf unsere Gruppe gesehen, denke ich schon, dass am Ende das Vertrauen stehen wird, was über die Gruppe hinausgeht. Die Befreiung? Befreiung des Ostens? Vielleicht? Mora zieht einmal tief die kalte Luft ein und atmet sie aus. Und die Luft ist so kalt, dass man sogar schon den Atem als kleine Wolke sieht. Die Befreiung. So richtig kann ich es mir gar nicht vorstellen, Osko. Was das wohl bedeuten mag. Aber ich will das irgendwie herausfinden. Ich weiß genau, was du meinst. Ich kann es mir auch immer noch nicht vorstellen. Der Wille ist zu erfahren, ist da, aber ich kann das Ende noch nicht sehen. Aber irgendwo in mir drin spüre ich, dass dieser Terror sein Ende finden wird. Aber wie das aussehen wird, weiß ich nicht. Oder was darauf folgen wird. Es wird sich vieles verändern. Hm. Ich hoffe es. Und hoffentlich zum Guten. Irgendwo kam doch schon der Gedanke, was danach kommt. Was macht man mit so einem Land, was so lange einfach so, solchen Schrecken ausgesetzt war? Du denkst, so aus den Menschen werden. Danach? Dann musst du wirklich daran glauben, dass wir es schaffen. Natürlich glaube ich daran. Ob ich das weiß, ist eine andere Frage. Aber in mir steckt der Glaube darin, dass wir es schaffen werden. Oh, Osko, bewahr dir das. Naja. Zumindest sollten wir alles dafür tun, dass zumindest der Glaube weiter bestehen bleibt. Deswegen müssen wir auch jetzt nach links. Oh, ich wäre fast in die falsche Richtung gegangen. Ja, das ist eine falsche Richtung. Da hinten ist es. Sie nickt und folgt ihm. Osko geht auf das Zelt von Perlan zu und würde schauen, ob dort noch Licht drin brennt. Ja, tut es.
wenn du mitkommen willst. Ansonsten kannst du auch draußen bleiben. Sie kommt mit. Gut. Osgood tritt an das Zelt heran und schaut hinein. Perdan, seid ihr hier? Ihr findet Perdan vor in auf einem Stuhl sitzend mit einem großen Buch auf den Knien. Schaut auf. Oh. Bruder Osko. Und seine Freundin. Walrand. Und sie tippt sich so einmal kurz in den Hut. Ah. Könnte ich euch kurz stören? Kommt herein. Danke. Osko schlägt das Tuch des Zeltes beiseite, was Mora durchgehen kann und schließt dann die Plane. Wie so häufig, ich bräuchte eure Hilfe, Perdan. Vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen. Womit kann ich helfen? So wie es aussieht, werden wir bald aufbrechen müssen. Und wir haben eine Idee, oder ich habe eine Idee, was wir tun könnten dort im Osten, aber dafür fehlen mir die Mittel. Vielleicht könnt ihr mir da weiterhelfen. Obwohl ihr gerade das Buch aufgeschlagen habt, ich selber habe auch Recherche betrieben die letzten Tage. Und Oskar holt erneut das große Buch hervor mit der großen Kerbe vorne auf der Front. Ich habe nie viel über die Heiligen gelernt. Da seid ihr mir auf jeden Fall überlegen. Deswegen brauche ich euren Rat in dieser Sache. Aber bei meiner Recherche bin ich über diesen Apotheker gestoßen. Parinor ist sein Name. Ja. So wie ich das verstanden habe in diesem Text, und ich hoffe, ihr stimmt mir dazu, hat er nach einem Weg gesucht, die Dämonenbrache wieder fruchtbar zu machen. Und er hatte in gewissermaßen Erfolg. Nun ja, nicht wirklich. Das hatte ich auch gesehen, dass so. Er hatte den falschen Ansatz, versteht ihr? Was meinst du damit? So wie ich das verstanden habe, hat er. Er gab den Dingen nicht genügend Zeit. Ich habe in dem Text gelesen, dass er einen Ansatz hatte, den ich als den richtigen erachtet habe. Er probierte den Totenboden mit der widerstandsfähigsten Pflanze, was gegeben hat, angeblich wieder fruchtbar zu machen. Allerdings gab er dieser Pflanze zu wenig Zeit zu gedeihen. Und seine Ungeduld wurde ihm zum Verhängnis. Aber den Ansatz, den er verfolgte, war, glaube ich, der richtige. Eine gewagte These. Beweise dafür habe ich natürlich noch nicht, außer die der Schrift. Aber ich habe das Gefühl, dass eine Kombination seiner Vorgehensweise mit einem anderen Segen vielleicht ein erfolgsversprechend sein könnte. Versteht ihr? Allerdings fehlen mir dafür die Materialien. Im Osten waren die Gegebenheiten dafür nicht dort und es fehlte einfach an gewissen Gütern. Ich meine dabei das hier. Schaut. Und Osko schlägt das Buch auf einen Schemel oder auf eine Kiste, die vielleicht dort in der Nähe liegt und blättert dort einige Male. Hier. Ich habe diese Zeilen von seinem Vermächtnis gefunden. In diesem Text beschreibt er, dass er die Dämonenbrache versuchte zu heilen und die Pflanzen zu stärken, indem er ein Achat benutzt hat. Und mittels einer pendelnden Bewegung über der Pflanze kreisend ihr neue Kraft zu geben versuchte. Könnte man diese Kraft oder diese Stärkung der Pflanze kombinieren mit dem dreifachen Saatsegen, so sehe ich eine Möglichkeit, dass auf lange Zeit gesehen die Brache wieder fruchtbar werden könnte. In der Theorie natürlich. Also ich habe es noch nicht ausprobiert, aber mir fehlt es an einem Edelstein. Und da ich nur Novize bin, fehlt es mir an Kraft, den dafür zugehörigen Segen zu sprechen, um einen solchen Stein
zu erschaffen. Und ich denke, für die Erschaffung eines solchen wertvollen Artefakts bräuchte man wirklich sehr viel Kraft. Ja. Und deswegen frage ich euch, ist nun ein reiner Achat alleine würde schon genügen, so zumindest steht es hier, die Bemächtigung durch die Herrenpreine selbst wäre nun die Kirsche auf allem. Nein, das siehst du falsch, Oskar. Die Kraft der Herren Pereine ist niemals die Kirsche auf der Torte. Sie ist der Boden. Da habt ihr recht. Und dennoch glaube ich, dass es funktionieren könnte. Zumindest deckt sich das mit Vorstellungen, die ich habe für den Osten. Ich wäre vielleicht nicht so gewagt vorgegangen wie du, aber ich habe ähnliche Pläne, also den Osten wieder fruchtbar und hoffnungsfroh zu gestalten. Hoffnungsfroh, das ist es. Könnten wir den Menschen dort eine Aussicht auf eine blühende Zukunft geben, so sind vermutlich mehr dazu gewillt, um unserem Vorhaben beizuwohnen. Das heißt, das Einzige, was fehlt, ist ein Edelstein? Ja. Für sein Vorhaben schon, ja. Dann, wo bekommt man so etwas? Nun, hier im Todeswall, fürchte ich, gibt es nicht sonderlich viele Edelsteinhändler. Das stimmt wohl. Mora scheint zu überlegen, ob sie irgendwoher weiß, wo man solche Steine herbekommt. Ob sie irgendwen kennt. Hier muss es doch irgendjemanden geben, der so etwas verkauft, oder? Hier im Herrlager fürchte ich nicht, nein. Wenn wir nach Romelis reisen würden, da würde ich vielleicht den einen oder anderen Händler kennen. Aber dafür haben wir nicht die Zeit. Ja. Wir wollen so schnell wie möglich aufbrechen. Verstehe. Oskar, dein Tatendrang in allen Ehren. Das ist eine These. Und ich verstehe, dass du das ausprobieren möchtest. Mit einem hehren Ziel. Lass mich das ergänzen. Aber ein Edelstein von dieser Machart ist eine sehr hohe Voraussetzung. Ja. Und ich glaube, es wäre klüger, nicht einfach so drauf loszumarschieren und seine Thesis zu versuchen, in die Tat umzusetzen, sondern aus einem stabilen Grund heraus das Ganze anzugehen. Die Kraft der Herrin Pereine, wie ich eben schon als Grundlage für all das, was du davor hast, beschrieben habe, muss erst einmal wiederkehren. Ich fühle, selbst in der Nähe dieses gefallenen Konstrukts, das zeigt so auf die Zeltplanen Richtung Todeswall, ich fühle die Verderbtheit des Landes dort drüben. Ich meine, du hast dort gelebt, du müsstest viel besser wissen als ich, aber das Ganze, wir brauchen, wie drücke ich es aus? Wir brauchen einen Einschlag, eine Kerbe in der Dunkelheit. Ihr meint, dass das Vertrauen in die Herren wieder zunimmt in der Bevölkerung. Vielleicht ein Leuchtturm, ein Anker für die Herrin, dass sie die Kraft wieder fließen lassen kann. Und ich habe schon angefangen mit Plänen, was das angeht. Ich glaube, wir wollen zuerst diesen Anker einschlagen und dann mit der These, die du hast,
den Leuten Freude und Wohlstand wiederbringen. Aber wie soll so ein Anker aussehen? Ich habe schon mit den anderen gesprochen, mit den anderen Ordensschwestern und Brüdern von der Herrin Travia und der Herrin Zar. Wir haben vor, ein Kloster zu gründen. Ein Kloster? Wir gehen, wie dein Mentor es wollte, in die Dunkelheit und schlagen dort ein Leuchtfeuer. Dieses Mal allerdings nicht einfach nur so, ohne Schutz, sondern nun im Schatten des Herrn Boron und der Herrin Rondra. Wenn du verstehst, was ich meine. Ihr meint, wenn ihr mit dem Herr nach Osten zieht, in den gesicherten Gebieten. Ja, ich habe auch mit dem Markgrafen gesprochen. Er würde es zulassen, dass der Drei-Schwestern-Orden, und es wäre das erste große Kloster des Drei-Schwestern-Ordens. Er hat erlaubt, dass wir dort siedeln und das Kloster gründen. Wir machen die Rabenmark, die östliche Rabenmark, zur Heimat des Drei-Schwestern-Ordens. Und haben damit den Segen nicht nur Perainis, sondern auch Zars und Travias mit uns. Ich verstehe. Ich denke nur, auch so etwas muss vorbereitet werden. Menschen, die so lange in der Knechtschaft der Nekromanten gelebt haben, werden einen Schubser in die richtige Richtung brauchen, ja, um ihr neues Glück empfangen zu können. Das ist richtig. Deswegen meine Idee. Aber vielleicht kann man das tatsächlich kombinieren, wie ihr sagtet. Sei es drum. Wüsstet ihr einen Ort, der gelegen wäre, um ein Kloster dort zu gründen? Das ist schwierig. Ich habe mich selten weit von Neu-Orenwacht entfernt. Dementsprechend kann ich da keine genauen Aussagen zu machen. Und ihr, allerdings, Fräulein Wallrand? Ich glaube, da muss ich euch enttäuschen. Ich denke, zumindest zum jetzigen Zustand, wäre kein Ort dafür geeignet. Wie gesagt, nicht im jetzigen Zustand. Wobei, mir würde da eine Stelle einfallen. Als ich vor diesen vielen Jahren mit meinem Meister über die Berge zog, kamen wir an einen Ort vorbei, der einst ein grünes Tal gewesen sein muss. Es waren große, große Ebenen und ehemals weite Felder. Und inmitten dieses nun leider brachliegenden Landes voller dämonischer Pest waren Bauwerke alter Zeiten. Mein Meister Ramir nannte es einen alten Druidenzirkel. Eine Gesteinsformation inmitten dieses brachen Landes. Es gab keine Anzeichen dafür, aber es könnte möglich sein, dass dieser alte, ehemals benutzte Ort wieder reaktiviert werden kann. Oder einen neuen Nutzen findet. Alles, was ich von den Meistern der Elemente so weiß, ist, dass sie sehr flatterhaft sind. Aber dass sie der Herrin Perainis eigentlich immer sehr offen gegenüberstehen. Wenn ein Kloster gegründet werden sollte, würde ich vorschlagen, dort. Ja. Ich werde mir diesen Ort gerne ansehen, Osgo. Aber zuerst müssen wir Hammer und Amboss vorschicken. Es ist momentan nicht Zeit für die Pflanze, sondern Zeit für das Schwert, fürchte ich.
Darum sollten wir trotzdem vorreisen und die Seelen darauf vorbereiten, dass Schwert und Schild auf dem Anmarsch sind. Ja, das sehe ich auch so. Osku, wie wäre es, wenn du jemanden begleiten würdest nach in den Osten zurück? Vielleicht mit deiner Freundin gemeinsam. Wen begleiten? Ich habe gehört, dass der Herr von Sturmfels daran arbeitet, einen Trupp in die Ostrabenmark als Vorhut zu schicken. Osku lächelt. Ja, davon hatte ich auch schon gehört. Ist das so? Ja. Nun, dann werde ich mal mit dem Herrn von Sturmfels reden und ihm deutlich machen, dass die Anwesenheit des Drei-Schwestern-Ordens doch im Sinne der Mission sein könnte. Vortreffliche Idee. Was eure Sache angeht, Fräulein Wallrand, bei euch habe ich einige merkwürdige Gerüchte gehört. So? Habt ihr? Ja. Was habt ihr denn gehört? Schwester Kasemine erzählt einige sehr eigenwillige Dinge, Anschuldigungen. Müsste ich mir Sorgen machen? Ich weiß nicht. Ich vertraue Bruder Osku und er scheint euch zu vertrauen. Das war mein Argument. Aber tut nichts, was meinen guten Willen in ein schlechtes Licht rückt. Werde ich nicht. Das verspreche ich euch. Und ich werde ein wachsames Auge auf Osku werfen. Ich hoffe, es ist eher umgekehrt. Natürlich. Das Auge des Drei-Schwestern-Ordens, Fräulein Wallrand, ist ein waches Auge. Das hoffe ich doch. Die drei Schwestern sind in all ihrer Macht oft unterschätzt. Und auch wenn es gerade Zeit ist, für Boron und Rondraz für uns zu streiten, so beziehen sie sich doch auf den Boden des Kuchens. Wenn ihr versteht, was ich meine. Ich bin mir sicher, euer Orden wird noch ein sehr stabiles Fundament im Osten haben. Darauf hoffe ich. Ich bin davon fest überzeugt. Sehr gut. Osku, das Leben ist wichtig. Das hast du richtig erkannt. Kämpfe für das Leben dort. Das werde ich. Nun gut, wir. Und sorg dafür, dass sich dieser Stoßtrupp nicht zu sehr mit dem Stoßen von Schwertern in Leiber befasst. Ich werde mein Möglichstes tun. Jede Seele kann gerettet werden. Bin ich auch überzeugt. Dann teilen wir noch eine Ansicht. Nun gut, ich denke, wir sollten nicht weiter eure Zeit verschwenden. Ja, ich muss noch dieses Buch zu Ende lesen. Wobei, und Osku dreht auf dem Absatz nochmal um, meine Vorräte, was Keime und Same angeht, werden knapp. Könnte ich mich bei euch bedienen? Ich denke, Schwester Kasemine wird euch gerne ausstatten. Sehr gut. Und Osku verneigt sich einmal. Vielen Dank euch, Perla. Auch Mora verneigt sich und tritt dann aus dem Zelt. Du hast nichts zu danken, Osku. Im Gegenteil, dir ist zu danken. Und den drei Schwestern natürlich. Natürlich.
Und Osko dreht sich um und würde dann das Zelt verlassen. Ja, so trittst du auch wieder raus in den Schneegestöber, das inzwischen eingesetzt hat. Und so trefft ihr irgendwann alle wieder beim Zelt zusammen. Oder Elena wollte noch irgendwo anders hin. Ja, Elena und geht mit Astonne tatsächlich noch biegt zum Schmied ab, um ihr Kettenhemd abzuholen, zu schauen, ob das fertig ist. Ja. Ja. Das wird er dann da. Das hat er fertig gemacht und er könnte es mitnehmen, ja. Beim Schmied würde Astanio sich an den Schmied noch einmal wenden und ihn nach einer Lederrüstung und eventuell einen Sack fragen. Lederrüstung hat er, aber keinen Sack. Irgendwas anderes, was den Kopf verdeckt? Kannst einen Helm bekommen. Dann nimmt er auch den Helm. Was bekommt ihr eigentlich für das Kettenhemd? Der Herr von Sturmfels hat dafür gesorgt, dass es bezahlt ist. Okay, lasst mich euch trotzdem noch eine Münze geben und Elena wird in ihrem Beutel kramen und dem Schmied eine Kurkuma-Silbermünze in die Hand drücken. Ingrim vergelt's. Ingrim vergelt's. Vielen Dank. Und wie viel kriegt er für die Rüstung und den Helm da hinten? Gehört ihr zu ihr? Ja, aber ich zahle. 90 Silbertaler. Nastanio beißt sich auf die Lippe und denkt sich dann aber, ja, komm, und kramt die Summe gerade so noch aus seinem Beutel heraus. Was hast du vor? Ich hab gar nichts vor, außer eventuell einem jungen Herrn das Genick zu richten. Ich glaube, du meinst. Du kannst schon mal zum Zelt vorgehen. Ich muss mich mit jemandem treffen. Dann sehen wir uns später. Und Astanio dreht sich nochmal zu Elena um. Elena? Hm. Druckst ein wenig herum. Was? sie drückt ihm ein Küsschen auf die Wange und geht. Und das Zahn, du flüstert ihr, ich liebe dich. Versucht dann Jandrik, also zieht dann seine Rüstung und seinen Helm an und versucht Jandrik abzufangen vor dem Zelt. Jo. Dann tu das doch. Soll ich gleich weiter? Soll ich gleich weiter? Du das doch. Fang ihn ab. Okay. Ja, also Astanio wird Jandrik versuchen zu finden auf einer leeren, dunklen Gasse, eventuell zwischen den Zelten. Aber so, dass er ihn nicht entdeckt. Wie ist das mit Jandrik und dem Nicht-Aufpassen zwischen den Zelten? Halte ich für schwierig. Dann fällt Jandrik irgendwann, während er so zwischen den Zelten umherstreift und zurückläuft, eine relativ auffällige Person auf, die versucht, auffällig unauffällig zu sein, meine ich. Ich registriere das, lasse mir aber nichts anmerken. Laufe weiter, bin bereit. Weiß zu jedem Zeitpunkt, wo sich diese schleichende Person befindet. Aber erschaffe dann bewusst eine Situation, in der es so aussieht, als könnte ich hier nicht entkommen. Stelle aber sicher, dass es mindestens einen Rückzugsort gibt, den diese Person von dort, wo sie steht, nicht sehen kann. Dann ist das die Situation, in der Astanio ihm auflauert. Astanio denkt gerade nicht daran, aufs offene Feld zu gehen. Astanio wird langsam die Hand heben
und die Worte bilden eigene Ängste. Was das bewirkt, dass Jandrik um einiges ängstlicher wird. Beschreibe bitte genauer, was macht dieser Zauber? Also dieser Zauber beeinflusst sozusagen deine Ängste und lässt sie weiter aufkochen. Zeigt er mir Dinge, die nicht da sind, oder sind es einfach nur Emotionen? Es sind eher deine Emotionen. Also stell dir vor, du die Ängste, die du unterdrückst, du kannst sie nicht mehr unterdrücken. Also jeder hat irgendwas Angst und das, wovor Jandrik Angst hat, das kommt jetzt auf übernatürliche Art und Weise, ob er es will oder nicht, nach oben. Mhm. Ja, dann. Und wenn du deine Umgebung beobachtest, siehst du überall Anzeichen dafür, die diese Angst triggern. Dann rennt er los. Zum Zelt. Wie von der, plötzlich, ohne Vorwarnung, wie von der Tarantel gestochen, durch den Rückzugsort, den er sich vorbereitet hat, und rennt in Richtung Zelt. Astanio ist athletisch. Er hat den Rabenschnabel gezogen. Astanio ist athletisch und rennt ausnutzend, dass Panik in Jandrik aufkommt, neben ihm her. Das glaube ich nicht. Bezweifle ich. Ich bin ein junger Mann, ich bin schnell und ich bin gerade auf einer Mission. Dann kannst versuchen. Mein Würfel sagt mir, dass Astanio versucht, aufzuholen. Und total überrascht ist davon, mit welcher Geschwindigkeit und mit welcher energischen Dynamik Jandrik losläuft. Vor allen Dingen beginnt Jandrik Haken zu schlagen zwischen den Zelten, da wo du gar nicht gedacht hast, dass man durchkommt. Springt über Fässer, taucht unter Seilschaften durch und Astanio, der gerade noch eine Lederrüstung und einen Helm also schweres Gepäck mit sich herumträgt, muss eingestehen, dass dieser Mann genau weiß, wo er langläuft und genau die Route geplant zu haben scheint und wesentlich agiler gerade handelt, als du das gerade kannst. Du versuchst aufzuholen und du schaffst es, Anschluss zu halten, gerade so. Aber es fällt dir unglaublich schwer mit Jandrik. Reicht es, dass er meine Stimme hören würde? Wahrscheinlich würde er hören, ja. Dann würde Astanio mit verstellter Stimme ihm hinterher schreien. Wovor hast du Angst? Ignoriert Jandrik. Er weiß ganz genau, wovor er Angst hat. Und das zu verhindern, ist er gerade auf dem Weg. Und nach einigen Zelten weiter ruft Astanio hinter ihm. Er ist schon tot. Jetzt bleibt Jandrik stehen. Plötzlich. Was ist das für ein Hexenzauber? Zwischen zwei Fackeln an Zeltlager tritt eine Gestalt hervor, genau auf ihn zu. Du erkennst ihn nicht, aber es ist Astanio. Ich schaue nach hinten in Richtung Zelt, wo ich hin will, erkenne aber, dass diese Person mir folgen wird. Geh weg, ich habe mit dir nichts zu schaffen, wer immer du bist. Ist das so? Und die Person zieht sein Schwert. Ich habe keine Zeit für dich. Jandrik dreht sich um, rennt weiter. Weiter zum Zelt, oder? Ja. Das
Astanio flucht leise vor sich hin. Und Astanio wird ihn laufen lassen, seinen neu erworbenen Helm und seine Rüstung ausziehen, in irgendeine Tonne werfen und das kleine Paket, in dem seine Robe ist, hastig in dieses Paket eintauchen, damit er wieder in seiner klassischen Magierrobe ist. 5 Minuten warten, damit er einen ruhigen Atem hat. Und langsam auf das Zelt zu gehen. Und horchen. Läuft Jandrik in das Zelt hinein? Jandrik kommt, wenn er am Zelt ankommt, vorher hat er noch mal, ist er noch ein paar Haken geschlagen durch irgendwelche anderen Zelte vielleicht sogar, um diese komische Gestalt loszuwerden. Er hat einen Verdacht, denn er hat etwas gesehen, was ihn verwundert hat. Aber er hat jetzt keine Zeit, darüber nachzudenken, denn diese Angst in ihm, diese Angst, die er schon die ganze Zeit hat, sie ist stark. Sein Gefühl, sein Instinkt, so eindeutig. Etwas stimmt nicht. Etwas stimmt hier ganz und gar nicht. Irgendeine Intrige droht uns alle zu verschlingen. Wir müssen hier weg. Und so ist Jandrik fast am Zelt, aber da stellt er sicher, dass da niemand ist. Keine Umstellung, keine Feinde in der Dunkelheit, niemand, der seine Freunde beschattet. Er hockt sich, wie er das so oft schon gemacht hat, in irgendeine Ecke und schaut erst mal kurz. Ist Elena schon im Zelt? Mora und Osko auch, bestimmt jetzt gerade mal. Jandrik erkennt eine Gestalt um das Zelt herum schleichen. Ich warte. Wie bewegt sich die Gestalt? Läuft sie zufällig vorbei? Fast gar nicht. Sie hält sich in den Schatten am Zelt. Horcht. Jandrik nickt. Und dann wird er ganz, ganz leise. Huscht von Schatten zu Schatten, den Rabenschnabel in der Hand, will hinter die Gestalt. Die Gestalt hat dich nicht bemerkt. Ich versuche, mehr Details festzustellen. Mann, Frau, jemand, den ich kenne. Die Statur könnte auf beides passen. Es ist eine drahtige Figur in einem dunkel geformten Kaftan mit Kapuze. Sonst weder Haare noch sonst irgendwas erkennen. Es könnte tatsächlich entweder ein Mann oder eine Frau sein. Also war meine Sorge, dass hier etwas in diesem Lager nicht stimmt, richtig. Meine Angst, dass wir verraten werden. Meine Angst, dass ich hier nicht mehr hergehöre. Alles richtig. Ich hab's gewusst. Boron, hast du mich im Stich gelassen? Schon vor so langer Zeit? Was ist jetzt? Wo gehöre ich hin? Ich weiß, wo ich hingehöre. Das nehmt ihr mir nicht. Das nehmt ihr mir nicht. Und dann 2 Schritte. Ganz schnell, wie ein Blitz, bin ich hinter der Gestalt, der Rabenschnabel an der Kehle. Ganz leise jetzt. Ganz leise, Freund. Du hast ein kurzes Schnauben. Was gibt's denn so Interessantes in diesem Zelt? Ich interessiere mich auch für die Damen da drin. Ziehen sie sich gerade aus? Bist du? Wer bist du? Das tut nichts zur Sache. Ich habe einen Auftrag hier. Du wirst mir doch nicht in die Parade fahren. Da gibt es eine Assassinin, habe ich gehört. Die schnapp ich mir. Ist das so? Sprich jetzt. Wer bist du? Was willst du? Warum sollte ich dir nicht die Kehle aufschneiden? Kannst mir gern die Kehle aufschneiden. Vielleicht habe ich das sogar verdient. Was bringt's dir?
Mir gefällt es nicht, dass du in meinen Jagd gründen wildest. Er sagt, dass du nicht in meinen wildest. Und dann stupft sich die Person nach vorne und fall mit ihr ins Zelt rein. Haltet ihn fest! Mora springt auf. Elena springt auch auf und sie hat übrigens auch gegrinst wie ein Honigkuchenpferd, als sie dann da irgendwie drin war. Und jetzt wird sie plötzlich Hermina ernst und sie geht auf den Kerl zu oder die Person und kniet sich auf den Rücken von der Person drauf, hält sie fest. Mora, Seil. Mora zuckt wie aus einem einzigen Reflex schon nach dem Seil. Aber sie beobachtet erstmal die Situation. Was sieht sie? Wen sieht sie? Eine vermummte Gestalt, die gerade von Jan, also vor Jandrik her stolpernd in das Zelt hinein ist, sofort ihre Gleichgewicht wieder bekommt, wie auch immer die das gemacht hat, sich umschaut. Und du siehst so unter einem so einer Maske, die den unteren Teil des Gesichtes bedeckt, helle Augen hervorblitzen, die sich jetzt ruckartig umherbewegen. Elena hätte die Gestalt mit versucht zu packen, also entsprechend festhalten. Stürmst vor? Ja, vor die Brust und wird sie halt im Arm packen und so quasi innen mir vor die Brust nehmen, dass sie sich nicht bewegen kann. Er taucht unter deinem Arm hinweg, macht eine Drehung und kommt neben Jandrik wieder zum Stehen. Also. Dadurch kommt Elena aus dem Gleichgewicht. Jandrik kann agieren. Ja, ich, wenn Elena aus dem Gleichgewicht kommt, komme ich von der anderen Seite und will der Gestalt die Beine wegfegen, quasi mit einem kräftigen Tritt gegen die Achillesferse und sie wieder mit meiner Waffe fixieren. Mit einem sehr gewandten kurzen Sprung weicht die Gestalt Jandriks Tritt aus nach oben. Kommt dann wieder neben dir zum Stand und rammt dir den Unterarm in die Rippen. Jetzt springt Mora vor. Schaut sich kurz um und versucht aus dem Zelt herauszuhechten. Sie wird auch versuchen, in den Weg zu verstellen. Oh. Ja, doch. Mora versucht, ihm hinterher zu hechten. Vor dir stehen noch Elena und Jandrik. Jandrik hat den Rabenschnabel übrigens gezogen. Von außen kommt gerade Astanio zu dem Tumult und nachdem er am Zelt horcht und ganz genau hört, wie Jandrik geschrien hat und wie das der Tumult da los ist und natürlich auch Schritte Richtung Zelt hört, fängt er langsam leicht an zu lächeln und murmelt die Worte: Paralü, Paralein, werde starr wie Stein. Und versucht die Flüchtigen damit festzusetzen. Mora hechtet nach vorne, weicht geschickt, wie nur sie es kann, Jandrik und Elena aus. Macht fast einen Bogen nach hinten, um unter den beiden hindurchzutauchen und schnell zu der Gestalt zu gelangen, die gerade damit begriffen ist, aus dem Zelt herauszustolpern. Draußen, in dem Schneegestöber vor dem Zelt, kommt die Gestalt, die nun wirklich nach vorne gehechtet ist, auf dem Boden hechtet nach vorne, macht eine kurze Rolle, verliert dabei die Kapuze und du siehst einen kurzen Männerhaarschnitt unter der Kapuze hervorkommen. Erkenne ich die Person? Du kannst sie momentan nur von hinten sehen. Momentan ein ganzes Stück auch wieder raus. Momentan hinterher kannst du sie noch nicht erkennen. Und dann leuchtet etwas um die Gestalt herum auf. Ein leichter goldener Schimmer. Als du die Worte hörst: Paralü, Paralein, sei starr wie Stein. Dein Blick kurz zur Seite geht und du Astanio zwischen zwei Zelten siehst, wie er die Hand erhoben hat und davor steht.
Dann dreht die Gestalt ihren Kopf um und Jandrik, Elena und Mora sehen einen jungen Mann mit hellen Augen, immer noch diese Maske unten auf dem unteren Teil des Gesichtes. Mora erkennt diese Augen. Wen haben wir denn nicht da? Jetzt. Und er geht in die Knie und springt nach oben. Über das Zelt hinweg. Verdammt nochmal! Was ist los? Ist er weg? Mora versucht, der Gestalt zu folgen. Zumindest mit den Blicken. Jandrik rennt, los! Ihr rennt um das Zelt herum und findet auf der anderen Seite Spuren im Schnee. Hinterher. Ja. Mora rennt hinterher. Kurzer Blick zu Mora und dann mit ihr losgerannt. Läuft Astanio auch mit und was macht Osku? Astanio rennt Jandrik hinterher. Osko ist noch ein wenig überrumpelt und ich denke, er wird erstmal außerhalb des Zeltes dann bleiben und den anderen hinterher schauen. Wissen, dass er nicht hinterherkommen wird. Die Spuren im Neuschnee führen auf einen belebten Platz, wo jede Menge Soldaten umherstreifen. Mora lässt sich nicht aufhalten. Hinterher. Wohin? Es sind ganz viele Menschen gerade auf dem Platz vor dir. Kann sie die Spuren irgendwie... Die verlaufen sich im Schneematsch zwischen den Leuten. Verdammt nochmal! Bei den Göttern! Was? Wo ist der hin? Ist der? Siehst du ihn? Und sie blickt durch die Menge. Soldaten. Irgendwer, der sich schneller bewegt. Überall Soldaten. Leute schauen euch so wie, was wollen die denn hier? Bei den Zwölfen. Es ist hoffnungslos, er ist weg. Ist eigentlich mittlerweile jeder hier irgendwie magisch begabt und kann die Kraft von was weiß ich beschwören? Wer war das denn? Ich weiß es nicht. Ein Spion. Und von hinten ertönt Astanios Stimme. Es ist jedenfalls interessant, dass er den magischen Fesseln standgehalten hat. Ich hatte ein Gefühl, ein starkes Gefühl, dass etwas Schlimmes passiert. Dass ein Gefühl? Ja, ich meine, dass euch etwas Schlimmes passiert. Uns? Warum uns? Ja, für euch. Ich weiß nicht, ich habe es gefühlt. Ich hatte plötzlich diese Angst, dass ich... Ach, ist nicht wichtig. Auf jeden Fall bin ich losgerannt. Nein, Jandrik, genau das ist gerade wichtig. Was für eine Angst hattest du? Ich habe jetzt keine Zeit, hier über meine Gefühle zu reden. Jandrik! Jetzt. Ich hatte irgendeine Vision. Ich weiß nicht von was und wie, aber ich wusste plötzlich, dass im Zelt etwas passieren wird. Ich bin zurückgerannt und habe dort eine Gestalt knien sehen. Jemand, der uns ausspioniert hat oder ein Attentat vorhatte oder was auch immer. Ich weiß es nicht. Mora geht jetzt näher an Jandrik und Astanio. Senkt ihre Stimme. Ich glaube, es war Praiodor. Von dem du erzählt hast. Ja. Der die Nachricht hinterlassen hat. Er ist einfach nicht gegangen. Er war einfach weiter hier. Wie unvorsichtig von uns. Ich dachte, ich gucke in letzter Zeit besser. Ob mir ja jemand hinterher spioniert oder nicht. Sollte man meinen, oder? Sollte man meinen. Vielleicht hat es die Paranoia der Angst gebraucht, um ihn zu erkennen. Ist dieses Gefühl noch da oder ist das verflogen? Es ebbt langsam ab. Ich schüttel mich. Ich plötzlich aus einem Impuls heraus packe ich Mora an den Schultern. Ich schaue sie an, ziehe sie so ein bisschen näher, aber nur nicht so nah, sondern dass ich sie gut in Betracht nur gut anschauen kann. Geht das dir gut? Ja. Mir ist nichts passiert. Der Blick, den er dir jetzt entgegenwirft, ist so intensiv, so entschlossen, so als suche er, als würde er dein Gesicht nach Makeln, nach Verletzungen absuchen, als würde er in dich hineinschauen wollen, um zu sehen, ob du ihn auch ja nicht anlügst, ob es dir wirklich gut geht.
Astanio sieht diesen Blick und fängt leicht an zu lächeln. Jandrik, ist alles in Ordnung? Dann lässt er los, fährt sich durch seine Locken, dreht sich um, sieht nun, merkt nun zum ersten Mal so richtig, dass Astanio da steht. Was gabst du denn so dumm? Sagt er, stiefelt zurück in Richtung Zelt. Und als er an Astanio vorbeistiefelt, wird Astanio ihm seine Hand auf die Schulter legen. Kräftig ist der Handdruck. Denke nicht, dass ich dein Schwert nicht gesehen habe, alter Mann. Du bist kein Spion. Und dann geht er weiter. Und du lässt dich von deinen Gefühlen zu leicht beeinflussen. Wenn das Jandrik noch gehört hat, reagiert er nicht. Mora geht Jandrik hinterher. Zu den anderen, zum Zelt. Vor dem Zelt steht Osko. Schaut den anderen hinterher. Was war das? Ich habe keine Ahnung. Elena kommt dann von unter dem Zelt rum. Irgendwer hat uns nachspioniert. Ja, wahrscheinlich hat er viel zu viel gehört. Oder sie. Ja. Ich denke, es war Prayodor. Ich denke, er hat uns einfach nicht aus den Augen gelassen. Und wir reingehen und das drin weiter besprechen. Dumm und unvorsichtig. Und mit diesen Worten geht sie auch ins Zelt. Tja. Wir haben wohl noch einiges zu lernen. Irgendwie bestärkt mich das alles in dem Gefühl, dass wir wirklich schnell aufbrechen sollten. Ja. Mich auch. Jandrik ist schon an seiner Lagerstätte und ist schon am Packen. Jandrik, wir sollten zumindest die Nacht noch hier verbringen in Ruhe. Du weißt, wie es auf der anderen Seite aussieht. Das ist in der Schlangengrube. Und ich habe keine Lust darauf, hier in irgendwelche Kämpfe verwickelt zu werden. In irgendwelche politische... Nicht. Aber Elena, Kamine spinnt diese Gerüchte weiter. Und auch selbst Perdan hat sie schon gehört. Jetzt sehen sollen, wie er mich anblickt. Es ist tatsächlich eine Schlangengrube geworden. Wenn wir die Nacht noch hier bleiben, setzt sie mich morgen fest. Und dann rollt er in meinen Kopf. Dann musst du ihnen zuvorkommen. Verbrenn den. Gehen wir. Du kannst auch. Es ist nicht der Brief, Elena. Es ist nicht der Brief. Trotzdem, der Brief ist ein Beweis. Natürlich. Dann wirkt dem entgegen. Diesen Brief gebe ich nicht aus der Hand. Er ist auch eine Waffe. Dieser Perdian, was kann er von uns wollen? Er will gar nichts. Den geht es. Ich weiß nicht, ob er für sich spioniert oder für irgendwen anderes, Größeres. Das werden wir wahrscheinlich nie erfahren. Hat der noch irgendwas gesagt? Kein Wort. Und auch mit dieser Magie ist mir neu. Also. Was denn passiert? Ich war irgendwie zu perplex, dass er plötzlich draußen war. Ich habe nur noch gesehen, wie er weg war, als dass ihr ihm hinterhergerannt seid. Aber ist in die Luft gesprungen, über das Zelt gesprungen. Als wäre er ein Vogel. Oh, das ist echt bemerkenswert. Fällt dir dazu was ein, Astanio? Astanio ist hinter Jandrik ins Zelt hineingetreten. Ja, Elena ist auch schon im Zelt. Mir fällt dafür so nicht viel ein. Es ist auf jeden Fall Fakt, dass ich magische Fesseln auf ihn angewendet habe. Eigentlich hätte er starr sein sollen wie ein Stein. Das hätte gar nicht funktionieren dürfen. Mir ist kein Gegenzauber dazu bekannt. Naja, gibt's nicht Schutzamulette oder sowas? Schon, aber ich weiß ja nicht, wie wohlhabend der Herr ist, aber die Kosten. Glaub mir, das Geld hat er. Wenn er es nicht alles verspielt hat, aber ich denke nicht. Er hat mich um eine horrende Summe betrogen. Das war eine gute Zeit. Er hat dich um eine Summe betrogen? Und möchte dich dennoch schützen? Ja. Liegt ihm etwas an dir? Vielleicht. Das weiß ich nicht. Das ist Jahre her nur. Ach. Tja. Wo die Liebe hinfällt. Mastanio streicht sich ein bisschen über seinen Stoppelbart.
Wir haben gemeinsam eine horrende Summe ergaunert, um die er mich dann auch nur einen Tag später erleichtert hat. Es war eher ein Spiel, würde ich sagen. Es war eine andere Zeit. Und eigentlich hatte ich mir unser Zusammentreffen anders vorgestellt. Ich habe mir eigentlich ausgemalt, wie ich ihn wieder um diese Summe bringe. Dass er sich jetzt in solche Sachen hier einmischt. Ist die Frage, wer ist der wirklich? Wenn jetzt einen solchen Namen... Das ist eine gute Frage. Das ist... einem solchen Namen sich in der Ostravmark rumzutreiben? Nun? Ich weiß noch nicht mal, wer er wirklich ist. Ja. Aber vermutlich hat Jandrek recht. Wir sollten packen. Jetzt. Aber noch nicht abreisen. Doch. Was willst du noch hier? Wir haben einen Auftrag. Einen eindeutigen. Und der lautet... Ich habe bisher nur von unserem eigenen Plan. Und aber noch, das ist ja noch kein Auftrag, unser Plan. Ich habe mit meinem Ocker gesprochen. Ja. Der Auftrag ist, in die Rabenlande vorzudringen, Verbündete zu finden und auf unsere Invasion vorzubereiten. So viele wie möglich. Du willst jetzt nachts aufbrechen. Der Wall ist, wir wissen nicht, was es uns am Wall erwartet. Wir wissen, was uns auf der anderen, also doch, wir wissen, was uns am Wall und auf der anderen Seite des Schlachtfelds erwartet. Ich möchte jetzt aufbrechen und heute Nacht ja, weil ich gerne hätte, dass nicht so viele Leute mitbekommen, dass wir gehen. Inklusive der KGIA. Gut. Auch mein Onkel hätte gern, dass wir noch warten, aber er hat eingeräumt, dass das keinen Sinn macht. Er hat uns Pferde vorbereitet, er hat uns Proviant vorbereitet und andere Dinge, die wir brauchen. Wir haben alles. Wir können weg. Nein. Dann packen wir und holen die Pferde, würde ich sagen. Ja. Ein paar packen und zwei holen die Pferde. Ich hole die Pferde. Ich komme mit. Asanio schaut über seine Schulter. Das dachte ich mir. Keiner sollte hier alleine gehen. Elena. Vielleicht solltest du noch einmal das bereden, was ich vorgeschlagen habe. Ja. Und damit tritt Astanio aus dem Zelt. Ja, direkt vor. Ja, Mora fängt an, ihre Sachen zu packen. Elena packt auch das bisschen, was sie hat. Zieht tatsächlich ihre Rüstung an, hält aber inne, bevor sie anlegt. Das merkt die anderen beiden auch, dass sie da irgendwie dieser Elan, den sie hat, als sie das erste Mal angezogen hat, war anders. Jetzt ist es so ein, okay, ich muss sie anziehen, damit ich geschützt bin. Das ist der... Osko begibt sich zu seinen Sachen und beginnt auch langsam das, was er braucht, also Inhalte aus kleinen Tontöpfen und Krügen so weit zu verpacken, dass es reisefertig ist. Allerdings merkt er, dass er irgendwie verhalten dabei ist und schaut dabei auf seine rechte Hand, der ein Tuch hält und einige Sachen, die ihr vorhin noch nicht bei ihm gesehen habt. Was? Brauchst du noch? Das ist ein Achat. Was? Und jetzt dreht sich Mora zu ihm. Was hast du gesagt? Das hier lag vor dem Zelt. Ich hab's gefunden, als ihr weggerannt seid. Und sie tritt näher an ihn ran und blickt in seine Handfläche. Das ist genau das, was ich brauche. Ein Achat? Das ist dieser Stein, von dem du gesprochen hast. Ja. Könnt ihr mich mehr aufklären? Elena tritt hinzu. Osko hatte da irgendwie... Du kannst es besser erklären. Es geht um eine Theorie, die ich gesponnen habe. Aus alten Schriften lässt sich die Vermutung äußern, dass wenn man gewisse Pflanzen mit einem gewissen Ritus
mehr Stärke verleiht, dass diese Stärkung des Samens die Schwächung des Erdbodens von der Dämonenbrache heilen kann, mit gewisser Zeit. Allerdings braucht es dafür, damit dieser Ritus seine volle Wirkung entfalten kann, braucht es einen Stein, einen Edelstein, einen preingefälligen Achat. Und das lag in diesem Tuch eingeschlagen, in diesem Beutel, mitsamt eines Kohlestiftes und der hier. Und Osko holt eine goldene Münze hervor, die merkwürdige Zeichen zu tragen scheint. Ich weiß nicht, was das bedeuten soll. Aber Mora greift auch nach der Münze. Ich würde schätzen, dass dein Bekannter Mora mir ein Geschenk gemacht hat. Mora betrachtet sich die Münze. Hier. Das ist eine große, fast handtellergroße Münze. Also für Oskul wahrscheinlich, der hat wahrscheinlich größere Hände als Mora, aber für Mora sind sie halt Handteller groß. Sie schimmert, ein bisschen merkwürdig. Ist halt grob golden, schimmert aber, wenn man sie so gegen das Licht des Feuers hält, irgendwie in merkwürdigen, regenbogenartigen Farben. Und da ist ein Zeichen drauf eingeritzt, das du nicht kennst. Sehe ich zum ersten Mal. Siehst du das schimmern? Sollten wir vielleicht Astania fragen, wenn er wieder da ist. Gibt es an Osko zurück. Danke. Das ist ein teures Geschenk. Sie blickt auch auf den Edelstein. Mhm. Das allerdings. Vielleicht tun wir ihm Unrecht. Vielleicht. Ja. Aber ich denke, das ist auch ein Zeichen dafür, dass wir gehen sollen. Nicht aus Böswilligkeit, sondern aus der Dringlichkeit unseres Auftrages heraus. Ja. Anscheinend sind wir wirklich in Dinge geraten, die größer sind als wir. Das auf ein Spielfeld, ja, was wir noch nicht verstehen. Ich denke, er hat recht. Oh ja. Und damit nimmt sie ihre Tasche und legt sie sich um. Osko dreht den Edelstein ein paar Mal in seiner Hand herum und betrachtet ihn. Und schaut dann in Richtung der Zeltdecke. Oder in Richtung dessen, wo er den Spion vermutet hatte. Gutes Geschenk. Wirft ihn einmal nach oben, fängt ihn mit der gleichen Hand und verstaut ihn dann tief in seinen Taschen. Dann pass gut darauf auf. Elena schlägt dir auf die Schulter. Mora, hast du einen Moment? Natürlich. Lass uns gerade, unter vier Augen. Unter vier Augen reden gehen. Und sie nickt und geht mit Elena vors Zelt. Mora blickt sich vor dem Zelt noch etwas um, dass sie auch dieses Mal wirklich nicht belauscht werden. Und wir sollten vielleicht nahe an Elena heran und flüstert nur noch. Ja, Elena tut es ihr gleich, flüstert auch. Nun, es geht um die Sache, was Astanio gemeint hat mit dem, du weißt schon, seinem neuen Job. Dass die Idee ist gar nicht so dumm, dass du auch für diese Gruppe, für seinen Arbeitgeber vielleicht arbeitest. Du hast immenses Wissen, was du verwenden kannst, um dich in eine bessere Position zu bringen, auch für die Zukunft, wenn die Ostrabenmark befreit ist. Das Tanja macht sich da wirklich, man merkt es ihm nicht an, aber das ist, was ihn umtreibt. Dass er sich Sorgen macht, was mit dir aus dir wird, wenn die Ostrabenmark mal befreit ist und wirklich herauskommt, was du alles getan und nicht getan hast. Astanio macht sich Sorgen um meine berufliche Zukunft. Also auch um die Zukunft von Jandrik. Astanio macht sich so ziemlich Sorgen über alles, habe ich so langsam das Gefühl. Ja, er ist halt in seiner Jugend zu sorglos gewesen und hat jetzt Angst, dass er auch gerade Jandrik zu sorglos ist.
Jetzt macht er sich Sorgen für 5, verstehe. Ja, es sind 5. Es war vorher das Dorf, jetzt sind es momentan nur 5, beziehungsweise, naja, wenn man die Kinder mitzählt, sind wir 8. Und das Dorf, es sind halt, er macht sich um alles Sorgen, viel zu sehr um alles Sorgen. Damit hast du vollkommen recht, um alles. Fast um zu viel. Aber ja, die Sache ist die, wenn du... Und jetzt hat er dich angestiftet, mir darüber zu reden. Denn erwischt. In deinen Augen sprechen keine Sorgen über meine berufliche Zukunft, Elena. Ja, ich traue dir zu, dass du abtaust, wenn das alles vorbei ist, wenn du nicht irgendwie eine Möglichkeit findest. Mein ganzes Leben besteht daraus, abzutauchen. Ja. Ich werde das schon schaffen. Ja, naja, aber irgendwie, es treibt ihn halt um mit diesen Gerüchten. Und das sollte ihn auch. Ich meine, dafür habe ich sie gestreut. Dafür gibt es sie. Und Gerüchte sind einerseits, sie können ein Schwert sein und ein Schild. Lange Zeit waren sie ein Schild. Jetzt wird es ein Strick, der sich um meinen Hals legt. Ja, und aus der Schlinge musst du dich schleunigst ziehen. Bei Rattel vorzusprechen. Und du glaubst, diese Magistra? Sie ist umtrieben, aber wenn man ehrlich zu ihr ist, Astanio hat es den Hals gerettet. Er ist gleich auf sie zugegangen und war geständig. Vielleicht ist es aber auch so, dass es mich meinen Hals kosten würde, wenn sie wirklich zu denen gehört, was Astanio sagt. Nee, du bist, naja, die Sache ist aber auch die, du bist die einzige von uns Fünfen, die sich wirklich im Osten auskennt. Du kennst die Dörfer, du kennst die Wege. Dein Wissen, du könntest in meinen Augen würde dich fast jeder, wenn denn Gerüchte nicht wären, als Beraterin direkt zur Rande ziehen. Du kennst sehr viele Dörfer in Ostrabenmark, du weißt, wo man sich gut versorgen kann. Das ist ja genau das, was wir brauchen. Ich meine, das könnte ich auch so einsetzen. Ja, aber es muss halt auch an die Heeresleitung und die Frage ist, über welchen Weg? Wenn wir können, das gehen wir mal davon aus, dass die gute Dame mir glaubt und mich in diese unglaublich famose Position befördert, dann wüsste sie, dass Asanio geplappert hat, wenn ich mich um diesen Job bewerbe. Das stimmt natürlich. Und das würde ihn seinen Hals auf der anderen Seite kosten. Und uns alle, weil wir alle davon wissen. Ja, das könnte auch passieren, ja. Doch. Nun, ich glaube, es wäre bestimmt lukrativ und sehr attraktiv. Würde meinen Rücken sehr gut decken, aber Astanio den Kopf kosten. Allerdings. Ich sag mal, ein Deal, der sehr viel mir hilft und sehr wenig ihm. Ich glaube, darüber hat er nicht nachgedacht. Vielleicht ist es ihm auch egal, weil er sich ja um die anderen sorgt und nicht um sich selbst. Ich glaube, bei den beiden Schreihälsen unserer Gruppe hat einer eine ganz wichtige Sache gesagt, und zwar, Asano ist nicht dafür gemacht, Spion zu sein. Ja. Und ich glaube, das Beste ist, dass ich darauf warte, dass Frau Rattel auf mich zukommt. Entweder um mich zu verhaften und mir den Kopf abzuschneiden oder um mich zu befördern. Wahrscheinlich, wenn ich sie richtig einschätze, diese Dame, wird beides sehr zeitnah passieren. Vielleicht sogar zeitgleich. Ja. Außer wir sind klug genug und verschwinden hier einfach. Allerdings. Naja. Dennoch sollten wir... Wenn diese Anklage kommt, dann bin ich darauf gefasst. Entweder stellst du dich oder du tauchst halt unter und niemand weiß, wo du bist. Ach, nein. So bin ich nicht. Ich kann reden. Ich kann überzeugen. Ich kann manipulieren. Wetzen? Ich würde nicht anfangen, irgendwen zu bedrohen. Das wäre ziemlich dumm. Jedenfalls nicht vordergründig. Aber ich glaube, die Strategie ist erst mal abhauen. Es kann sein, dass sie uns schon seit Tagen bespitzeln und dann wissen sie eh, was an diesen Gerüchten dran ist und was nicht. Aber vielleicht warten sie noch ein wenig. So schätze ich die Sache ein. Ja, ich glaube, sie wissen halt auch nicht so recht, was sie mit uns anfangen sollen. Sie wissen halt nicht, was wir wissen.
Und ich hatte schon mit der Überlegung gespielt, dass wir bestimmte Dinge niederschreiben und sie Leuten zukommen lassen. Aber das müssen wir definitiv miteinander bereden. Also zum Teil dein Wissen halt schon teilen oder auch Elena sendet wirklich die Stimme. Anderes Wissen. Dinge, die in Briefen geschrieben standen, zum Beispiel. Nee, nicht das. Du machst dir Sorgen, oder? Um deine Tochter. Du willst doch auch zurück. Ich werde zurückgehen. Ich will nicht, ich muss. Das ist der Grund, warum ich, um ihr ein besseres Leben zu geben, der Grund, ich hier mit dabei bin. Dann zögere nicht. Natürlich nicht. Naja. Wir hätten vielleicht mit den anderen noch drüber sprechen, aber ich glaube, so schnell wie wir aufbrechen wollen, haben wir keine Zeit, Briefe noch zu schreiben. Dafür bleibt keine Zeit. Na, das können obwohl, wir auch morgen das, obwohl, wie ich finde, naja, ist, obwohl, wie ich finde, ist das, wäre es wichtig. Dann ja. Schreib deinen Brief. Ich will das nicht ohne Absprache mit den anderen tun. Gut. Die Lena wird mit ihr wieder ins Zelt gehen und tatsächlich ihr dann zuflüstern. Es geht um unsere Träume, die wir hatten. Da ja Borandria diese Prophezeiung und so. Aber da müssen wir in der Gruppe besprechen. Ich finde, es ist schon wichtig, dass sie das vielleicht erfährt, weil es ihr helfen kann. Ich weiß nicht bei was, aber vielleicht auch bei der Befreiung, die aus Strabenmark. Ja, vielleicht. Ist das dein Versuch wert? Gut. Ja, müssen wir warten, bis die anderen wieder da sind und dann in der Gruppe besprechen. Ich werde jetzt noch, naja, eigentlich habe ich nichts mehr zu packen. Mora, ich habe alles angelegt. Einfach auf den Boden. Zieht ein paar Spielkarten aus dem Mantel und beginnt sie zu mischen. Was spielen wir? Irgendwas. Was kannst du? Ich habe ewig nicht mehr gespielt. Keiner wollte so richtig. Irgendwie waren Karten auch rar. Ich habe lange nicht mehr dran gedacht, aber irgendwer hat mich heute daran erinnert. Dann lass uns spielen. Osko, magst du mitspielen? Was, bitte was? Gib mir einen Moment. Wir spielen Boltern. Um die Zeit totzuschlagen, bis wir fliehen. Abreißen. Ich zucke nur eben kurz meine Sachen zusammen. Gut. Spielen wir eine Runde. Moro beginnt die Karten auszuteilen. Mit unglaublich flinken Händen. Wer spielt mit? Was macht der Rest? Ja, wir beide sind ja auf dem Weg, die Pferde zu holen. Dann holt ihr die Pferde. Während wir auf dem Weg sind, hat Astanio einen festen Schritt, leichtes Lächeln auf den Lippen, ist aber wortlos. Andrik läuft ein bisschen vor ihm. Auf dem Weg zu den Pferden, dieses Gefühl der Angst, das ist noch nicht ganz verblasst, ein Widerhall. Er schaut sich um. Aber da gibt es noch eine Sache, die er klären muss. Und so läuft er, ist schon fast am Stall und dann dreht er sich um und hat plötzlich den Rabenschnabel in der Hand. Nastanio grinst ihn einfach nur an. Ich frage mich manchmal, Astanio, was es ist mit dir. Bist du einfach verrückt? Bist du dumm? Oder ich weiß es nicht, was es ist. Aber was es auch immer ist, es
bringt uns alle in Gefahr. Es bringt uns in Gefahr? Ah ja. Es ist Mora, nicht wahr? Er schaut dich an mit kalten Augen. Vielleicht, Astanio, solltest du dich mehr darum kümmern, was uns von außen bedroht, als was mich umtreibt und was mir wichtig ist. Vielleicht solltest du dir mal darüber Gedanken machen, dass wir vor der Schwelle eines finsteren Landes stehen und dass wir kurz davor sind, einzudringen und gegen Kreaturen zu kämpfen, die wir uns alle kaum vorstellen können. Aber du bist so mit dir selbst und deiner eigenen Selbstverliebtheit beschäftigt und deiner wahnsinnigen Idee, mir irgendeinen Mist beibringen zu müssen, dass du überhaupt nicht siehst, dass du das gar nicht musst. Ich werde niemals so sein wie du, weil ich nicht so dämlich bin wie du. Ach, weil ich auch nicht so ein Feigling bin wie du. Oh. Niemals werde ich so sein wie du. Weil ich sage dir auch warum. Weil es mir nicht darum geht, irgendwie den anderen was zu beweisen. Mir geht es nicht darum, der große Held zu sein. Astanio lacht und lacht dich schallend aus. Du hast es immer noch nicht verstanden, Jungchen. Lass mich raten. Hals über Kopf. Jeden Tropfen Blut. Ich alles. Bin nicht du! Du alter, dummer Mann! Verstehst du das denn nicht? Ich bin nicht du! Kannst du das nicht begreifen? Ich renne nicht Hals über Kopf in den Wahnsinn. Ich verfolge nicht meine Freunde in dunklen Gassen und spiele ihnen irgendwelche Theaterstücke vor. Ich spiele keine verrückten Spiele mit ihnen, nur um irgendeinen Schwachsinn zu beweisen. Ich bin nicht du. Ich bin dabei, auf dem Weg in dieses verdammte Land, um meine Eltern zu rächen. Das ist meine Angst, dass die Menschen, die mir wichtig sind, wieder sterben werden. Das ist alles, um was es mir geht. Und ich habe keine Lust mehr, mich mit deinen verdammten Spielen auseinandersetzen zu müssen. Lass mich in Ruhe, du alter, kranker Mann. Lass mich in Ruhe. Und wenn du mitgehen musst, und am liebsten hätte ich, du würdest verschwinden. Wenn du mitgehen musst, dann lauf auf der anderen Seite des Weges, weil dir kann ich nicht mehr vertrauen. Und ich werde es auch nie wieder. Und jetzt lass mich in Ruhe. Und dann gehe ich zu den Ställen, nimm die Pferde und gehe an ihm vorbei. Ich würdige ihn keines Blickes mehr. Und wenn Astanio noch irgendwas begreift, dann, dass er einen Feind gewonnen hat. Purer Hass in Jantriks Augen. Astanio lächelt einfach nur und nimmt die restlichen Pferde an den Zügeln. Das Klacken der Hufe auf dem Schnee, der auf euch herabrinnt, sich sanft auf die Kleidung legt. Ist das Letzte, was wir heute mitnehmen. Dass wir die Rabenmark für heute verlassen. Bis zum nächsten Mal. Auweia! Rest in peace, Headphone-Users. Ja. Oh Mann. Eieiei. Sehr geil. Chapeau, meine Lieben. Chapeau. Was mir das gerade noch zuletzt in den Sinn kam, ist, dass dieser Band, dieser Ring, den wir vor dem Wall geschmiedet haben, jetzt zerbrochen ist. Und das alle irgendwie gespürt haben. Und Astanios Schuld. Okay. Wie heißt die Folge nochmal?
Zusammenhalt. Nicht umsonst habe ich bei der Ankündigung Fragezeichen, Ausrufezeichen, Fragezeichen gemacht. Ein bisschen anders gelaufen, als ich das eigentlich geplant hatte. Das ist einfach nur eine super ulkig dumme Aktion gewesen. Ja. Also eine richtig, richtig dumme Aktion. Ich habe währenddessen, habe ich ihm geschrieben so, pass auf, was du machst. Pass auf, was du machst. Willst du das wirklich machen? Ja. Weil sowas braucht Konsequenzen. Hm. Ja, absolut. Du bist mute. Ja, tut mir leid, wenn es ein bisschen zu heavy war, aber es ging nicht anders. Alles gut. So ein brutaler Vertrauensbruch. Ja, aus Jandriks Sicht total nachvollziehbar. Ja. Ja. Uff, Leute, uff. Scheiße, das wird noch richtig mies. Wir dachten, es wäre fies, es würde besser werden. Nein, es kann nur noch schlimmer werden. Ja, gespannt, wie das jetzt weitergehen kann. Oh ja. Es wird auf jeden Fall nicht weniger spannend. Haben wir versucht, noch ein bisschen was aus der Situation herauszuschlagen. Ja, aber mal gucken. Wenn alles klappt, dann spielen wir in 2 Wochen weiter. Genau. Und dann geht's los, wieder zurück in den Osten, denke ich. Mal schauen. Ja, schön, dass hier heute so viele Neulinge hier reingejoint sind über so viele Raids. Danke nochmal dafür. Wenn ihr euch das Ganze interessiert, was wir hier machen, auf YouTube könnt ihr die ganze Playlist hören und nachschauen. Oder ihr schaut auf Spotify oder iTunes mal nach der Splitterdämmerung, da findet ihr uns auch. Da könnt ihr die ganzen restlichen Folgen auch nochmal nachholen, wenn euch das interessiert, was wir hier machen. Gerne nehmen wir jedes Feedback auch auf, wenn ihr alle irgendwie Interesse daran gefunden habt oder nicht. Ja, und außerdem, wenn ihr so lange nicht warten wollt, könnt ihr auch mal auf den Kanälen und den Social-Media-Seiten der anderen nachschauen. Ich lasse sie mal ganz kurz hier durchrattern. Zum Beispiel der Marot hat einen eigenen Kanal, wo er was denn demnächst mal macht. Ja, zurzeit, bin ja jetzt gerade fertig geworden mit was war es? Unsterbliche Gier, genau. Also ich mache zurzeit ein bisschen DSA-Sachen, aber auch viele andere Sachen und ich plane ein neues großes Projekt, die Scherbenlande, das ist was ganz anderes in der eigenen Welt. Das kommt bald, aber dauert noch ein bisschen. Ja, schaut euch das mal an. Beim Ozzy gibt es auch Zeug zu entdecken. Das ist eine sehr gute Umschreibung von dem Wirrwarr, was bei mir momentan ist. Normalerweise würde ich ja gerne meine Videos machen. Ich habe momentan nur leider durch einen Umzug meine kompletten Daten verloren. Also das heißt, das ist ein bisschen schwierig momentan. Und nachdem ich momentan auch wenig Zeit habe, kommt es dann und wann mal zu Streams. Da habe ich momentan den Plan, ein bisschen was im Design wieder zu machen, um ein paar Sachen aufzufrischen für mich in Kampagnengestaltung. Und ansonsten gibt es dann und wann mal einen Stream mit den ganzen Souls-like-Spielen oder irgendwie sowas in die Richtung. Okay. Streamt Sierra demnächst mal wieder? Ist nicht geplant. Ich bin beim Streamen, der liegt eher auf Eis. Wenn ich was Gutes finde, würde ich da auf jeden Fall nochmal angreifen. Gerade in der Pen-and-Paper-Richtung muss da mal was passieren, aber das sage ich ja schon seit Monaten. Ansonsten bin ich viel aktiver auf Instagram, denn ich bin im Tabletop-Hobby jetzt aktiver geworden. Wenn ihr da so ein bisschen Interesse dran habt an Miniaturen, Miniaturenbemalung oder jetzt auch Miniaturen drucken, durch meinen neuen 3D-Drucker. Schaut doch da mal rein und wenn es euch gefällt, lasst ein Like da. Immer noch. Aber Miniaturen gibt es teilweise auch beim Kakko? Ja, das ist so korrekt. Aktuell
lag der Stream ja längere Zeit auf Eis, wegen meiner Verletzung in der Hand, ist nämlich das Malen natürlich etwas erschwert. Deshalb gab es in letzter noch einigermaßen viel Gaming, zumindest im Verhältnis zu sonst. Aber ich probiere das jetzt wieder am Wochenende wieder häufiger aufnehmen zu lassen. Und ansonsten poste ich auch ab und zu mal ein paar Stories oder Beiträge auch auf Instagram, damit ich noch am aktivsten, würde ich behaupten. Und genau, aktuell ist sogar wieder eine Rollenspielrunde in Planung. Das dauert aber noch, weil mich da erstmal nochmal vernünftig die Muße küssen muss. Aber es sind Dinge in die Wege geleitet worden. We know your pain, genau. Ja, und auch Instagram ist ein guter Tipp. Da gibt es auch Elanor zu gucken. Ja, bei mir gibt es hin und wieder mal was, ob jetzt paar Backwaren oder hat auch, wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, wann die nächste Episode, wann wir das nächste Mal spielen oder wer, wie auch dann die nächste Episode heißt, da poste ich immer fleißig Werbung für sie. Hier die Splitterdämmerungsrunde. Sneak Peeks. Ja. Sneak Peeks quasi, wie heißt die Titel und immer so einen kleinen Kommentar mit dabei, was ich mir für Gedanken da mache und ja, wie man sieht, die Verbindung hat nicht gehalten in dieser Runde, dass der Zusammenhalt ist leider zerbrochen. Manchmal kommt es anders, als man glaubt. Ja. Manchmal kommt es anders, als man leider denkt, ja. Genau. Ja, ansonsten checkt das mal alles mal aus und ansonsten sehen wir uns in 2 Wochen wieder zu dieser Runde. Nächste Woche hoffentlich auch mal wieder Phileason hier auf dem Kanal. So, und ich schaue doch mal, wo ich euch weiterschicken kann. Wenn wir ja heute schon mal so viel geradet wurden, dann muss ich auch direkt mal schauen, ob wir zurück irgendwen raiden können. Eigentlich ist sonntags ja immer gute Sache für Tabletop, ne? Gibt es denn noch irgendwelche Leute, die Tabletop-Rollenspiel gerade spielen? Außer Hockenspalter? Hockenspalter hat schon genug Zuschauer. Guck mal, hier, wir haben auch einen anderen DSA-Streamer, der ist eigentlich immer parallel zu uns. Da kann man immer Leute hinschicken. Schickt euch da mal hin. Dann könnt ihr weiter in der Welt von Aventurien wandeln. Das gefällt euch doch bestimmt. Sagt schön Hallo und schöne Grüße und benehmt euch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Schade. Vorbei. Aber ihr könnt ja auch mal da gucken. Oder da gucken. Macht das mal. Lohnt sich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.